Presse rein. Guten Abend, Berlin! Herzlich willkommen im prall gefüllten Heimathafen Neukölln. Kann man mich bis hinten hören, auch auf der Empore? Sonst immer bei Josef beschweren, der regelt danach. Mein Name ist Jochen Marquette und ich begrüße mehr als 500 Gäste zum Realsatire-Reporter-Slam-Jahresfinale 2018. Wahnsinn, vielen Dank. Herzlich willkommen auch allen Zuschauern von Alex Berlin im Fernsehen, im Web-Livestream und auf Facebook, wo wir tatsächlich weltweit live übertragen werden. Ein besonderer Gruß geht nach Berlin-Mitte an die tausenden Berliner vor den Großbildleinwänden am Brandenburger Tor. Wie alle wissen, die Stadt hat sich spontan bereit erklärt, die Straße des 17. Juni als Fanmeile zu sperren, als sie von der Nachfrage nach unseren Tickets gehört hat. Nein, kleiner Scherz, diese Fake News würde mir nicht mal die Spiegel-Doku glauben. Aber was wirklich stimmt, wir sind schon seit Mittwochmorgen wirklich restlos ausverkauft. Also allen, die es heute hier reingeschafft haben, gratuliere ich ganz herzlich zu diesem besonderen Privileg. Gleichzeitig finde ich es ja ein bisschen ekelhaft, dass Sie sich alle so rechtzeitig um die Karten gekümmert haben. Das ist nicht mehr mein Berlin. Also in Potsdam, wo ich wohne, ja, da reserviert man 3 Monate vorher die Karten für den Nikolaisaal. Aber in Neukölln, bitte, was ist denn los? Was ist aus dieser Stadt geworden? Im vorigen Jahr hatten wir wenigstens noch einen schönen Ansturm an der Abendkasse und wir konnten mit den Fotos von den Tumulten in Social Media prahlen. Einige werden sich leidvoll erinnern, das fällt also dieses Jahr weg. Gab es wenigstens einen Schwarzmarkt draußen? Ja, ehrlich, was habt ihr gezahlt? Rufen wir alle Zahlen rein? Okay, wahrscheinlich darf man da nicht öffentlich drüber sprechen. Also immerhin gab es einen Schwarzmarkt, das beruhigt mich ja. Also Berlin bleibt doch noch ein bisschen Berlin. Eine Anekdote dazu, als der Tagesspiegel am Donnerstag 2 Freikarten verlost hat, meldeten sich 140 Interessenten, also 70 Nachfragen pro Ticket. Wenn man das hochrechnet, dann bin ich definitiv dafür, dass Hertha ein neues Stadion bekommt, damit das Olympiastadion nächstes Jahr frei ist. Ich entschuldige mich an der Stelle wirklich bei allen, die auf Sitzplätze gehofft hatten und jetzt stehen müssen, aber im Stadion sind das ja die besseren Plätze, wo die bessere Stimmung ist. Ich hoffe insofern, alle auf den Stehplätzen sorgen heute Abend für eine grandiose Stimmung. Wird das funktionieren? Okay. Und es heißt ja immer kein Zwanni für einen Steher, also bei uns waren es ja dann nur maximal 11 Euro. Insofern, das entschädigt hoffentlich auch. Aber Scherz beiseite, ich weiß, dass es ein bisschen ärgerlich ist, wenn man jetzt stehen muss. Wichtig wäre mir vor allen Dingen, wenn wir Schwangere da haben, hatten wir letztes Jahr auch, die mussten teilweise auch stehen, das wollen wir dieses Jahr vermeiden. Also wenn Sie sich da gegenseitig austauschen, vielleicht wird ja der ein oder andere Stuhl noch frei. Ich meinte jetzt nur die Plätze austauschen, also alles andere nützt heute nichts mehr. Wir sind selber wirklich erschlagen von dieser Nachfrage, das ist kein Kokettieren. Wir haben eigentlich nur 2 Erklärungen dafür. Die eine, Klaas Relotius hat in den letzten Jahren ja so ziemlich alle Journalistenpreise gewonnen, nur nicht den Reporter-Slampion. Wir sind also wohl der letzte deutsche Journalistenpreis mit unbeschädigter Glaubwürdigkeit. Vielen Dank. Die andere Erklärung, dieses Jahresfinale hat einfach wieder ein unglaublich geiles Line-up. Da hinten kann man es schon sehen, darf ich in aller Bescheidenheit sagen. Wir sind quasi die Nokia Night of the Proms der deutschen Medienbranche, nur leider noch ohne Nokia. Aber wenn Geschäftsführer von zahlungskräftigen Unternehmen oder geilen Startups aus Berlin heute hier sind, das wäre natürlich nicht verkehrt. Sind die Samwer-Brüder anwesend zufällig? Ich sehe einen Arm, aber das ist, glaube ich, kein Samwer-Bruder. Auf jeden Fall, wenn uns hier jemand sponsern will, sprechen Sie mich gerne nachher an. Bei einem goldenen Steak im Grill Royal können wir über alles reden. Bis dahin wird dieser Slam aber noch präsentiert von unserem kleinen Satireportal Realsatire. Das haben mein Kompagnon Andy Weiland und ich 2016 gegründet. Wenn Sie also heute zum Fan dieses schönen Formats werden, folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram oder einfach realsatire.de. Dort finden Sie in den nächsten Tagen auch die tollen Fotos, die Andy Weiland heute Abend macht. Andy, wenn du mal kurz winkst, er steht hier vorne. Das ist Andy Weiland. Wenn Sie also nicht Heidi Klum sind und nicht mit Ihrem jungen Lover fotografiert werden wollen heute, geben Sie Andy einen dezenten Hinweis. Er wird die Bilder dann unmittelbar von seiner Karte löschen. So, und jetzt noch die wichtige Frage. Wer war noch nie bei einem Reporter-Slam? Bitte mal Hand hoch. Oh ja, das sind doch noch zu viele. Ein bisschen peinlich ist das schon.
Horst Seehofer hat sich ja schon in den 80er Jahren die ersten Reporter-Slams im Internet angeschaut. Aber okay, wir wollen gnädig sein. Ich erzähle den Nachzüglern trotzdem kurz, welches Neuland sie hier heute betreten. Wir stellen den beschädigten Ruf des deutschen Reporters wieder her. Dafür geben wir Reportern und Reporterinnen eine Bühne und lassen sie von ihren eigenen Recherchen berichten. Sie dürfen alles dafür nutzen, Fotos, Videos, Zeichnungen, Songs etc., nur keine Fake-Zitate. Sie sehen heute Abend 7 Finalisten. Jeder von denen hat 2018 einen unserer Slams irgendwo in Deutschland gewonnen. Also anders als im Vorjahr ist es uns diesmal tatsächlich gelungen, dass alle Sieger des letzten Jahres heute antreten. Jeder hat auf der Bühne 10 Minuten Zeit. Nach 9 Minuten erklingt eine Hupe, um dem Slammer zu signalisieren, dass er die Schlussminute so langsam vorbereiten sollte. Ich suche noch einen Freiwilligen, eine Freiwillige, der dank des ganzen Publikums ist Ihnen gewiss, der eine Uhr dabei hat und diese Hupe bedienen kann. Meldet sich jemand in den ersten Reihen, wäre ganz gut, nicht so weit weg. Es gibt wirklich, okay, ein Freibier. Ja, da sehe ich eine Hand. Wie ist dein Name? Corinna, ein Applaus für Corinna. Liebe Corinna und für alle anderen auch die Info, nach 9 Minuten einmal hupen, nach 10 Minuten zweimal, aber dann bitte nicht penetrant durchhupen. Die Slammer wissen Bescheid, gehen dann irgendwann von der Bühne. Ja? Also nach 9 einmal, nach 10 zweimal. Wunderbar. Aber auch alle anderen im Saal sind heute gefordert. Wir sind so basisdemokratisch, dass sogar die CDU das ja inzwischen abgekupfert hat. Sie alle sind die Jury und stimmen ganz am Ende ab. Wir verteilen nachher so kleine Tischwahlkabinen aus Pappe. Sie haben es wahrscheinlich beim Parteitag gesehen. Nein, kleiner Scherz, wir lösen das dann doch einfacher per Applaus. Ich habe eine App als Dezibel-Messgerät auf meinem Handy. Die ist unbestechlich und misst, wer am lautesten beklatscht wird. Nicht direkt nach dem Slam, sondern ganz zum Schluss beim Schlussapplaus, wenn alle nochmal auf die Bühne kommen. Also nicht der lauteste, sondern der längste gewinnt. Das ist schon mal ganz wichtig, sonst würde das die Sendezeit von Alex Berlin sprengen. Der oder diejenige mit der höchsten Dezibelzahl bekommt dann unseren großen Pokal. Und er oder sie tritt dann die Nachfolge an von der freien Journalistin Ronja von Wurms-Seibel aus Hamburg, die gerade im Ausland ein Buch schreibt und nicht hier ist. Einige werden letztes Jahr dabei gewesen sein. Also wir suchen den oder die Nachfolgerin. Und er oder sie darf sich dann lustigster Reporter Deutschlands nennen für ein ganzes Jahr. Also wenn das nichts ist. Wichtig für Sie alle ist zu wissen, wir reisen gleich mit den Slammern durch das Jahr und alle tragen ihre Siegerthemen aus 2018 nochmal vor. Also wie beim Eurovision Song Contest, wo die Songs ja auch schon in der Vorauswahl gesiegt haben. Wenn Sie also Groupie des Slams sind und schon bei allen Slams dabei waren, dann wäre jetzt die letzte Gelegenheit, den Saal zu verlassen und Ihr Ticket draußen meistbietend zu verkaufen. Aber ich sehe jetzt keinen, der geht, das ist schön. Aber das heißt auch, wir haben noch keine richtigen Groupies. Daran müssen wir dieses Jahr arbeiten. Gibt es jetzt noch Fragen? Auch von den Neulingen? Habe ich alles ausreichend erklärt? Das ist sehr schön. Dann bitte Ihre Handys auf lautlos stellen. Aber falls Sie Empfang haben, können Sie natürlich gerne fleißig twittern. Wir ermuntern ausdrücklich dazu. Hashtag ist ReporterSlam in einem Wort. Und wir hoffen natürlich heute Trending Topic zu werden. Und jetzt geht's los, aber mit einem Mann, der außer Konkurrenz auftritt. Denn er ist für die Musik zuständig. Er gehört zum ReporterSlam seit der ersten Stunde, also mindestens seit den 80er Jahren. Er hat ein bewegtes Jahr hinter sich. 2017 war er noch Redakteur beim Tagesspiegel. Anfang 2018 gab es dann ein Intermezzo beim Greenpeace-Magazin. Danach hat er ein WM-Heft für 11 Freunde betreut und inzwischen ist er Redakteur bei Zeit Online. Bei all diesem Trubel ist es gut, dass es zumindest eine verlässliche Konstante in seinem Leben gibt und das ist seine Ukulele. Die leistet seinem alter Ego stets treue Dienste und heute hat er sie auch dabei und aufgemerkt zusätzlich einen Überraschungsgast. Das hatten wir noch nie bei ihm. Er hat sich nicht lumpen lassen und zum Jahresfinale sowohl einen neuen Song geschrieben als auch einen Bassisten aufgetrieben. Der Song trägt den wunderbaren Titel Klaas Relozi Blues und ist eine sehr persönliche Abrechnung. Und den Bassisten stellt er Ihnen nun selber vor. Bühne frei für Bommi und Brummi. Wahnsinn. Guten Abend. Einer fühlt sich immer angesprochen.
Ich muss eine Sache richtigstellen. Jochen hatte gerade einen kleinen Dreher drin. Sie haben es vielleicht selber schon gemerkt. Es siegt der lauteste Applaus, nicht der längste. Oh, ne? Das hat er präzise falsch rum gesagt, aber dafür gibt es ja mich als Korrektiv. Apropos Korrektiv, ich bin wirklich begeistert und muss das hier oben noch mal kurz zelebrieren, dass ich hier nicht alleine bin, sondern dass hier ein anderer Mensch bei mir ist. Er hat sich den wunderschönen Bühnennamen Brummi gegeben, damit wir hier als Bommi und Brummi auftreten können, was einfach an sich schon mindestens so lustig ist, wie dass wir mit dem kleinsten in unserem Kulturkreis bekannten Saiteninstrument und dem größten in unserem Kulturkreis bekannten Saiteninstrument auftreten. Das ist ja das kleine Einmaleins der Komik. Und genau, apropos Korrektiv, im bürgerlichen Leben heißt er Simon Wörpel und ist Datenguru, Rechercheur und Redakteur beim Recherchenetzwerk Korrektiv. Und in diesen schmutzigen Zeiten nach der Enttarnung des Klaas Relotius ist es natürlich besonders schön, hier mit jemandem von Korrektiv zu stehen, die nämlich genau alles das sind, was Klaas Relotius nicht ist, wie wir inzwischen wissen. Das sind Leute, die ernsthaft recherchieren, im Team arbeiten, was immer auch eine gewisse Faktenkontrolle gibt und vor allem denen total scheißegal ist, ob die Texte hinterher schön klingen. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ich habe mich da ja mal als Textchef beworben, ich habe nie eine Antwort gekriegt. Wir müssen nichtsdestotrotz, wir wären dumm, wenn wir an dieser Stelle uns nicht irgendwie zu Klaas Relotius verhalten würden. Dieses Ding heißt Reporter Slam. Alle reden darüber, was ist der Reporter, was kann der Reporter, was sollte der Reporter machen. Und inzwischen gibt es ja so einen gewissen Common Sense. Alle fanden den schon immer blöd. So. Und alle, die dem mal Preise gegeben haben, die müssen ja vollkommen irre sein. So. Und es stimmt ja auch, wenn man das heute liest, denkt man, wie konnten wir? Also ich habe ihm nie einen Preis gegeben, aber ich habe auch nie protestiert, als er einen bekommen hat. Es ist, im Nachhinein ist man immer klüger und vorher denkt man, ja, ach, dieser Klaas, der ist ja so toll. Ich oute mich hier nämlich heute Abend, ich war Fan. Ich fand das immer, ich fand es nicht die einzige Möglichkeit, also alle sagen auch immer, wir wussten gar nicht, wer das ist und wer das sein soll. Ich kannte den, ich habe den bei diversen Preisverleihungen getroffen, ich fand ihn unglaublich einnehmend und fand auch seine Sachen, soweit ich sie dann auch tatsächlich gelesen habe. Meistens hat mich Neid und Missgunst davon abgehalten, diese immer perfekten Texte irgendwie zu Ende zu lesen. Aber wenn ich es jemandem gegönnt habe, dann ihm. Und wenn ich es auch jemandem geglaubt habe, dann ihm. Ich glaube, das ist ein Faktor, zu dem sehr wenige stehen, dass Journalisten auch mal vertrauensselig sein können, wenn sie eine einnehmende Person treffen. Ich habe ihn tatsächlich zuerst kennengelernt und dann den ersten Text gelesen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Stück weit des Rätsels Lösung an vielen Stellen. Umso gekränkter und beschämter bin ich jetzt im Nachhinein. Und daraus habe ich ein recht persönliches und hoffentlich nicht unter- oder übergriffiges Lied gemacht, den Klaas Relotius Blues. Und ich habe gedacht, wenn es hier schon darum geht, was ist wirklich passiert und was hat sich jemand ausgedacht, dann singe ich einfach das, was wirklich passiert ist. Nämlich meine Geschichte mit Klaas. Sie ist extrem unspektakulär und total langweilig, aber so passiert. Es ist... Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, ich werde garantiert hier ein bisschen rumstolpern, textlich, denn ich habe mir einfach sehr viel Text aufgebürdet, der schnell zu singen ist. Mal gucken, wie wir durchkommen. Nicht zu schnell einzählen, Bommi. Brummi, bremse mich. Eins, zwei, drei, vier. Klingt es wie Musik und nicht wie Geschrammel. Als wir uns kennenlernten, hattest du gerade was gewonnen und ich durfte mich ein wenig in deinem Katzengoldglanz sonnen. Du warst der Star des Abends, ich stand immerhin auf der Liste für den Reporterpreis, Absackerkreis, du Ozean, ich Pfütze. Ja, du warst wie eine Oscarnacht, ich wie eine in Oberhausen.
Während der Kurzfilmtage, ich sah dich an und dachte, wow, sehen. So, Moment, schon der erste Stolperer. Das ist so schön, du wartest einfach auf mich, ne? Ich sah dich an und dachte, wow, sehen. So top talentierte Typen, nicht sonst aus wie die letzten Weirdos. Und nicht so groß und schlank und markant, ich meine ernsthaft, was denn hier los? Und du konntest dir mich merken. Du hattest ein gutes Urteil, du hattest nicht die geringsten Allüren, ich fand's damals einfach nur geil, dass der Beste auch der Netteste war unter den ganzen Egomanen, dass du da schon die wandelnde Schande warst, das konnte ich ja nicht ahnen, oder? Ich würde gerne sagen, ich hätte deinem Sound schon immer misstraut, weil etwas zu laut und zu viel Dolby Surround. Doch ich dachte nur, hey, das ist der Typ, dem einfach alles gelingt. Das ist der bescheidene Klaas, bei dem das Leben wie Kino klingt. Danach haben wir uns noch paar Mal auf Preispartys getroffen. Du warst immer sehr erfolgreich, ich war immer sehr gut gelaunt. Du fragtest mich sehr vieles, ich fragte dich nach nix. Ich schätze ebenso wenig wie du die Uninteressantheit des Glücks. Und auch deine tollen Texte habe ich nie wirklich gelesen. Nie sehr weit, dann überkam Neid mein normal hässliches Wesen. Ich erzähle das jetzt aber nicht, um hier unschuldig zu tun. So von dem Beschissen konnte ich ja nichts wissen, ich erfahre das alles erst nun. Nein, ich möchte vielmehr bezeugen, ich war ein Rädchen im System, das dich ohne Nöte stets weiter erhöhte, zu ehrfürchtig, dumm und bequem. Auch nur zu denken, dass sich deines Ruhms honorige Quellen aufeinander verließen, statt einmal die fiesen Fragen an dich zu stellen. Und ich würde gerne sagen, ich hätte deinem Sound schon immer misstraut, weil etwas zu laut und zu viel Dolby Surround. Doch ich dachte nur, hey, das ist der Typ, dem einfach alles gelingt. Das ist der bescheidene Klaas, bei dem das Leben wie Kino klingt. Sie ist zweifellos so passiert und zweifellos hat sie eine Moral, selbst wenn dich das Wort irritiert. Und da geht's jetzt mal nicht um Reporterkultur und bessere Faktenchecks und dass Texte, die schlechter sind, immer auch echter sind. Nein, hier geht's um Respekt. Etwas davon hast du mir genommen für meine Arbeit und auch etwas Freude, weil ich mich mit dir verglich und schlimmer noch auch meine Leute. Doch der eine Reporter war nervig, die andere lieferte öde. Erste Versionen an uns saß dann ewig dran, Fazit immer noch spröde. Und immer hatten alle Probleme und immer wurden alle nicht fertig. Guckt mal, Klaas fährt hin, das war's, glatt aber immer sehr wertig. Und ich würde gerne sagen, ich hätte deinem Sound schon immer misstraut, weil etwas zu laut und zu viel Dolby Surround. Doch ich dachte nur, hey, das ist der Typ, dem einfach alles gelingt. Das ist der bescheidene Klaas, bei dem das Leben wie Kino klingt. So, spiel mal ein bisschen die Orgel, Brummi. Alles, was unglaublich gut klingt, nicht glaubwürdig ist, erfundener Mist, wo die Lüge am Trümmerberg singt. Und vor allem ist es für Gary, für Timo und auch für Drutsche, die Reporter-AD-Gaben auf der, weil Relotius weiter nach oben rutschte. Und es ist auch für die Reportage an sich und als solche, weil, wenn diese Zeit nur in Terabyte vermessen wird, ist es ungeil. Doch lass mich dir noch eines sagen, schreib niemals einen Roman, denn das, was als echt ist, in seinem Recht ist, ist Prosa wie von Oli Kahn. Und dann noch ein allerletztes, melde dich bitte nicht mehr zu Wort. Ich bin zwar schrecklich neugierig, doch ist besser so, du bist fort. Und ich würde gerne sagen, ich hätte deinem Sound schon immer misstraut, weil etwas zu laut und zu viel Dolby Surround. Doch jetzt ist es zu spät und du bist der Typ, dem keiner ein Liedchen singt. Naja, du bist der Bescheid. Oh, jetzt fliege ich raus, ne? Ich mach's einfach nochmal von vorne.
Und ich würde gerne sagen, ich hätte deinem Sound schon immer misstraut, weil etwas zu laut und zu viel Dolby Surround. Doch jetzt ist es zu spät und du bist der Typ, dem keiner ein Liedchen singt. Du bist der gescheiterte Klaas, dessen Leben immerhin wie Kino klingt. Dankeschön. Romy und Romy, keine Sorge, das war nur der Auftakt. Sie hören die beiden nach der Pause nochmal und die ganze Pause hindurch laufen bei Alex Berlin ausschließlich Songs von Bommi. Kann man dann auch auf dem Handy verfolgen. Aber jetzt startet unser Wettbewerb und zwar mit dem Mann, der im Februar in Köln den ersten Slam des Jahres 2018 gewonnen hat. Genau an dem Tag, als Deutschlands Regierungsdrama vermeintlich endete und die GroKo ihren Koalitionsvertrag verabschiedete. Der Beginn einer wunderbaren Liebesgeschichte, wie wir alle wissen. Für unseren Slammer wurde das Jahr dann fast so ereignisreich wie für Angela Merkel. Bis zum Frühjahr war er einer von Deutschlands bedeutendsten Tierjournalisten als Chefredakteur vom Fachmagazin Der Hund. Das gibt's wirklich, können Sie googeln. Da war er Chefredakteur, er hat wunderbare Themen betreut, die sicher auch bühnentauglich wären. Ich habe mal auf die letzten Cover geguckt, zum Beispiel zu Besuch im Dackelmuseum oder vielleicht auch was für die Zeit, Maulkorb pro und contra. Oder sollen wir es lassen? Aber er hat seine Karriere als Tierjournalist dann vorläufig beendet und ist zum Motorbuchverlag gewechselt. Ja, auch den gibt's. Vielleicht wurde er ja wegen seines heutigen Slam-Themas abgeworben. Das hat auch etwas mit einem motorisierten Gefährt zu tun, nämlich mit einem Flixbus. Alles Weitere erklärt er Ihnen jetzt am besten selbst. Er ist der Mann mit der weitesten Anreise aus Stuttgart. Hat er es diesmal ans richtige Ziel geschafft? Den Gag werden Sie gleich verstehen. Sebastian Quillmann. Ja, nach dem Klaas Relozzi-Blues bin ich ja fast versucht zu sagen, ich muss euch was gestehen, ich bin nie mit diesem Bus gefahren, aber leider Gottes, ja, ich saß drin. Und warum leider Gottes? Naja, das versteht man vielleicht, wenn man auf einer Silvesterfeier ist und ein älterer Herr drängt sich freundlich lächelnd in die Gesprächsgruppe und plötzlich platzt aus ihm raus. Sind Sie das? Was? Sind Sie der? Wer soll ich denn sein? Na, sind Sie der Schläfer? Was? Na, der Schläfer, der Redakteur, der von der Frankfurter Buchmesse im Flixbus durchgeschlafen hat bis nach Paris am Freitag, dem 13. Ich habe alles über Sie in der Zeitung gelesen und Sie sehen aus wie auf dem Bild. Ja, und dann kann man in meinem Falle nur sagen, ja. Der bin ich. Und wie schafft man das, seine 15 Minuten Ruhm im Schlaf zu verdienen? Eigentlich recht einfach. Man braucht erstmal einen gesunden Schlaf. Dann braucht man so den kleinen Hang zum Missgeschick und den großen Hang dazu, selbstironisch das Ganze mit seinen Freunden zu teilen, damit man gemeinsam was zu lachen hat, zum Beispiel auf Facebook. Und wenn dann die Facebook-Freunde allesamt Journalisten sind und irgendwer das aufgreift, dann nimmt die Sache Fahrt auf. Und das war mein Facebook-Post am Freitag, dem 13. Oktober 2017, als ich kurz nach 6 Uhr morgens im Flixbus erwachte und feststellen musste, dass ich vornehmlich nicht da bin, wo ich hätte sein sollen. Stell dir vor, du wachst auf im Bus, die Jungs in der Sitzreihe vor dir schauen ein Handyvideo, der Muezzin ruft. Du guckst aus dem Fenster, Stau vor Paris. Und du weißt, ich bin gestern Nacht nicht in Kaiserslautern nach Augsburg umgestiegen, Freitag, der 13.
was macht man, wenn man schon mal da ist? Bietet sich ja an, ein leckeres französisches Frühstück. Und dann habe ich am lokalen Bahnhof dem Pianisten zugehört, habe mich am Infopoint informiert, wie ich nach Deutschland zurückkomme. Bin mit der Metro zum Nordbahnhof gefahren und habe dort meine ICE-Tickets gekauft. Bin dann zum Ostbahnhof gefahren mit der Metro, um auf meinen ICE zu warten und war dann abends wieder in Augsburg. Und damit wäre die Geschichte jetzt schon auserzählt, wenn mein Handy nicht Bing gemacht hätte. Marc Röhlich schreibt von der Redaktion Bento, Unterhaltungsportal von Spiegel Online, also keine kleine Nummer. Und er schreibt: Sebastian, geile Nummer, was machst du denn da? Dürfen wir das verwenden? Ich habe nicht lange nachgedacht. Warum nicht? Und mein Arbeitgeber damals, die Zeitschrift Der Hund, hätte mich ja eigentlich im Büro erwartet und nun war ich nicht da, aber hatte die Möglichkeit, mit der Reichweite von Bento ein bisschen zu trommeln und habe dann gesagt, Marc, tu mir einen Gefallen, wenn wir die Nummer machen. Schreib www.derhund.de rein. So, alles klar, machen wir. Und das war das Ergebnis. Freitag der 13. ist, wenn du im Flixbus einpennst und erst in Paris aufwachst. Fun Fact bei der Sache, die URL von dem Ding hieß, Typ schläft im Bus ein. Ich war für längere Zeit in den Kommentarspalten von Online-Medien und bei Facebook der Bustyp oder der Schlaftyp sind schöne Ehrentitel, die man so sich erwirbt. Auf jeden Fall blieb es nicht dabei. Schon am nächsten Morgen, ich war in Augsburg zurück, an der Supermarktkasse erreichte mich die Interviewanfrage von reisereporter.de. Und das Ding stand noch nicht ganz online, da zog Focus Online nach. Auch nicht gerade eins der kleineren deutschen Online-Medien. Focus Online hat sich nicht die große Mühe gemacht, mich zu interviewen. Die konnten die Infos ja gut bei Bento kriegen. Passt ja alles. Haben auch schön paraphrasiert, auch mein Lebensalter von 34 auf 43. Aber ich bin ja nicht eitel. Und ja, dann habe ich die Landesgrenzen verlassen. Und die Kronenzeitung in Österreich hat mich als den prototypischen deutschen Schläfer entdeckt. Der Schweizer Blick am Abend hat es auch gebracht, da habe ich nur jetzt keinen Screenshot von. Und was kommt dann? Natürlich Radiointerviews. Hitradio RT1 hatte mich in der Morningshow und ich muss allen Radiokollegen im Saal sagen, Mitgefühl für eure Arbeitszeiten, so früh bin ich selten aufgestanden. Die Augsburger Allgemeine ist dann aufgesprungen, Print und online sehr ausführlich mit Gesichtsbild, damit ich an meinem damaligen Wohn- und Arbeitsort auch mal ein bisschen bekannter werde. Ja, Radio Augsburg hat dann ein längeres Interview mit mir gemacht. Und als wäre es nicht genug, ist Radio Energy Stuttgart dann auch noch aufgesprungen. Also ich war seinerzeit bekannt wie ein bunter Hund und hatte auch viel mit Kollegen zu tun. Und das ist ganz interessant, wenn man als Journalist plötzlich auf der anderen Seite steht und feststellt, Journalisten sind und bleiben Journalisten. Immer nett, professionell, spulen ihre W-Fragen ab, wer, was, wo, wann, wie. Aber auch bei so einem Thema, beim Typen, der im Flixbus schläft, sticht so ein bisschen der investigative Hafer. Ein Kollege zum Beispiel so, ganz nett, so zwischen Kollegen, nur mal unter uns. Wie besoffen muss man denn eigentlich sein, um das zu schaffen? Naja, danke der Nachfrage, aber die zwei Bier nach einem späten Abendessen, die haben mich jetzt nicht so aus den Socken geschossen. Noch besser war, ich habe das mal überprüft. Achtung. Sie hätten einen Direktbus von Frankfurt nach Augsburg buchen können. Sie hätten nicht in Kaiserslautern umsteigen müssen. Sie hätten im Bus schlafen können. Ja, warum haben Sie das denn nicht getan?
Ja, lieber Kollege, natürlich, weil ich zu doof bin, um Fahrpläne zu lesen, ist ja klar. Nein, der Direktbus war einfach ausgebucht. Oh, no. Und ja, ich hatte 4, 5 Tage lang Punk. Das Handy stand nicht mehr still. Ich hatte Facebook-Freunde, die ich nicht kannte und auch bis heute nicht kenne. Und ich habe mich nur gefragt, wie kann das sein, dass so eine Nummer so einschlägt? Mit einem Tag Rummel hätte ich gerechnet, aber eine Woche oder vielleicht sogar noch länger. Warum? Wo kommt das her? Nun ist man in seiner eigenen Geschichte ja immer so drin, dass einem so ein bisschen die Außenperspektive fehlt. Also habe ich meinen lieben Freund und Kollegen Sebastian Christ gefragt. Sebastian, bist du im Publikum? Wink mal. Da hinten ist er, da hinten hat er sich versteckt. Und er hatte eine These und hat gesagt, Mensch Sebastian, ist doch völlig klar. Du bist aus dem Alltag ausgebrochen. Das ist eine große Sehnsucht von so vielen Menschen. Und du bist nach Paris gefahren. Das ist für viele Leute der Sehnsuchtsort. Und als wäre das noch nicht genug, hast du es auch noch unfreiwillig getan. Das bringt die nötige Prise Komik. Und dann trifft die Sache mitten ins Herz. Moment mal. Sehnsucht mitten ins Herz. Das klingt ja irgendwie nach Schlager. Ja, und deshalb hat der liebe Jochen alle Türen hier rundherum jetzt mit Ketten und Schlössern versiegelt, sodass ihr bei meinem kleinen A Cappella-Vortrag nicht flüchten könnt. Lehnt euch zurück, erduldet es mit dem Flixbus nach Paris. Stell dir mal vor, du wachst auf und schaust aus dem Bus. Das ist der Moment, in dem du erkennen musst. Ich hab den Umstieg wohl verschlafen, das hier ist nicht mein Heimathafen. In Augsburg-Nord, nein, das hier ist Paris. Mit dem Flixbus nach Paris, ohne Plan und ohne Ziel. Mit dem Flixbus nach Paris, weil in tiefen Schlaf ich fiel. Mit dem Flixbus nach Paris und am Bushof von Bercy gibt es erstmal ein Croissant und einen Kaffee. Merci, Chérie. Du bist Journalist, schreibst über manchen dicken Hund. Bekommst wenig Schlaf und isst zu ungesund. Du sehnst dich nach schönen Träumen, des Lebens Ärger zu versäumen. Ich muss gestehen, dann kann es dir geschehen. Mit dem Flixbus nach Paris, ohne Plan und ohne Ziel. Mit dem Flixbus nach Paris, weil in tiefen Schlaf ich fiel. Mit dem Flixbus nach Paris und am Bushof von Bercy, da gibt's erst mal ein Croissant und einen Kaffee. Merci, Chérie. Du bist manchmal müde und weißt nicht, was soll ich tun. So viel Stress und Termine und keine Zeit auszuruhen. Dann mach mit den Terminen Schluss. Steig in den grünen Bus. Schließ die Augen und du wirst sehen. In einer fremden Stadt bleibt dir stehen. Mit dem Flixbus nach Paris. Ich verkannte wohl mein Glück. Mit dem Flixbus nach Paris und fuhr ins Büro zurück. Frage mich von Tag zu Tag, was hab ich dort nur versäumt? Seitdem hab ich mich so oft nach Paris zurückgeträumt. Dankeschön. So, nach 4 Männern wird es jetzt höchste Zeit, dass endlich eine Frau auf die Bühne kommt. Aber ich möchte darauf hinweisen, vielleicht haben Sie schon nachgezählt, in unserem Wettbewerb sind die Frauen in der Überzahl, 4-3.
Da soll also noch einer behaupten, Frauen seien nicht lustig. Unsere nächste Slammerin hat mit ihrem... Ja, behaupten ja Leute, nicht ich. Googeln Sie das mal, wie viele Treffer es dazu gibt. Unsere nächste Slammerin hat mit ihrem Humor den Reporter-Slam im März gewonnen. Und zwar hier in Berlin, nur ein paar Meter weiter im Prachtwerk. Sie ist also eine echte Lokalmatadorin. Geboren wurde sie zwar in Hannover, wo so wunderbare Comedians wohnen wie Gerhard Schröder oder Ursula von der Leyen, aber seit vielen Jahren bringt sie nun schon den Berlinern das Lachen bei und arbeitet für die größte Tageszeitung der Stadt. Nein, das ist nicht die Schwäbische Zeitung im Prenzlauer Berg, sondern für den Tagesspiegel. Sind wohl einige davon vertreten. Im Berlin-Ressort schreibt sie nach eigenen Angaben über alles, was die Stadt so bewegt. Heute Abend bewegt sie selber diese Stadt. Hier ist für Sie Anke Mürre. Hallo, mein Name ist Anke Mürre. Und ich bin keine Reporterin. Ja. Was mache ich hier auf dem Reporterslam, außer kostenlos warmes Bier trinken? Ja, das ist eigentlich relativ unspektakulär. Also der Jochen, der lange da mit dem grünen T-Shirt und ich, wir sind so alte Tanzflächenkumpels. Und Jochen hat mich angerufen Anfang letzten Jahres, hat gesagt, Anke, willst du nicht mitmachen beim nächsten Slam? Bude muss voll werden. Hast ja viele Freunde, ja. Und das Problem ist, Jochen dachte wahrscheinlich damals, dass ich lustig bin, weil er immer betrunken war, wenn wir uns unterhalten haben, ja. So, das waren die Leute dann im März zum Glück auch. Und jetzt bin ich hier. Ja, also ist natürlich alles gar nicht so schlimm. Ich bin schon eine ordentliche Journalistin mit einem Volontariat bei einer ordentlichen Zeitung. Ich habe sogar mal Publizistik studiert, ja, also jetzt nicht gleich irgendwie beim Presserat anrufen oder so. Das Problem ist nur, dass ich eigentlich nie rausgehe. Also ich sitze in der Berlin-Redaktion beim Tagesspiegel und denke mir irgendwelche unglaublich relevanten Recherchethemen aus, die ich dann irgendwie meistens Praktikanten auftrage, die das vor Ort überprüfen müssen, im Regen. Das Schöne daran ist, dass ich selber nicht rausgehen muss. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn Tennis im Fernsehen läuft. Ja, geht nicht. So, hier, oh, zurück, Entschuldigung. So, wenn Tennis im Fernsehen läuft, dann kann man das gucken. Oder wenn jemand Kuchen mitbringt. So, klassisches Kuchenbuffet an so einem Dienstag beim Tagesspiegel. Dann ist man immer als erstes am Buffet, während andere noch in irgendwelchen Sickergruben recherchieren müssen. Ihr seht also, es ist eine total schöne Sache, solange man nicht bei so einem Slam antritt, um über aufregende Recherchen zu berichten. Ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch letztes Jahr hier war, Ronja von Wurmseibel, die gewonnen hat mit Afghanistan und Knarre und so, völliger Irrsinn. Das Aufregendste, was mir in den vergangenen 5, 6 Jahren passiert ist, ist, dass mir ein Checkpoint-Leser einen Wackeldackel vorbeigebracht hat. Das glaubt ihr nicht, aber es ist wirklich passiert. Deswegen habe ich dieses wunderschöne Beweisfoto machen lassen. So, ich habe hier so einen Pointer, Moment, so. Das ist Rainer Kapellmann, pensionierter Lehrer aus dem bayerischen Viertel in Wilmersdorf, das bin ich. Das ist der Wackeldackel und ach so, das ist so ein Klorollen-Umhäkelungsding, das Rainer Kapellmanns Frau Karin gehäkelt hat, die heute Abend hier ist. Hallo. So, ja, ihr fragt euch jetzt, wofür braucht man das eigentlich? Das habe ich mich auch gefragt. Da habe ich gedacht, ich bin ja Journalistin, kann ich kurz mal recherchieren. Also Recherchetool Google angeworfen. Klopapier, Umhäkelung, warum? Und siehe da, es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag. Klopapierhut, Fachbegriff, ja. Ich mal raufgeklickt, kann ja nicht schaden, sowas zu wissen.
Also, los geht's. Als Klopapierhut oder auch Klohut, ebenso Klopapiermütze, Häkelklopapierrolle oder Häkelrolle, beziehungsweise Varianten mit der Verwendung des Ausdrucks Toilettenpapier, wird die meist gehäkelte Abdeckung einer Klopapierrolle bezeichnet, die vor allem in privaten Personenkraftwagen verwendet wird. Das beantwortet jetzt noch nicht direkt die Frage nach dem Warum, das kommt jetzt. Die Abdeckung war in den 1960er, 70er Jahren vor allem in Deutschland weit verbreitet. Neben dem ästhetischen Aspekt diente eine Abdeckung des Klopapiers auch dessen Sauberkeit, der Standfestigkeit sowie dem Verhindern eines unerwünschten Papierabrollens. So, es geht aber noch weiter, es tut mir leid, da müsst ihr jetzt durch. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Nach einer nicht repräsentativen Online-Umfrage im Jahr 2013 gefällt 58% der Befragten der Klopapierhut allerdings nicht. Damit wurde die Klopapierrolle zum schrecklichsten Autoaccessoire gewählt. Ja. Also das ist wirklich toll, ja. Eine nicht repräsentative Online-Umfrage. Ich habe ja zum Glück Publizistik studiert, ja, Statistik 1 und 2. Das heißt, so ungefähr 5 bis 20 Leute haben da mal draufgeklickt zwischen Mittagspause und Suppenkoma. Ja. Hat da jemand von euch mitgemacht? Hm? Nee. Gut, also ich habe jetzt jedenfalls so eine Werder Bremen Klopapierhut, den ich als Reggae-Hut für den Wackeldackel zweckentfremdet habe. Ja, wie kam es dazu? Checkpoint, kennt ihr alle? Jo, naja, viele Zugereiste. Ja. Kurzer Werbeblock. So. Checkpoint, der tägliche Berlin-Newsletter von Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold. Informativ, pointiert, kostenlos. Knallharte Einordnung trifft Berliner Schnauze, die schnellste Art, Berlin kennenzulernen. Abo hier. Ja. Und weil ich ja bekanntlich nicht so gerne rausgehe, kam Lorenz Marold irgendwann zu mir und hat gesagt, er hat mich gefragt, ob ich ihn da ab und zu mal vertreten will. Boah, kannst du bis morgens um 4 in der Redaktion sitzen, hey. Das habe ich dann auch gemacht und so dies und das geschrieben, zum Beispiel diese Passage hier. Für Juso-Chef Kevin Kühnert hat sich die Sache übrigens auch gelohnt. Wobei, da muss man kurz einhaken, ja, das ist ja alles ewig her und man vergisst ja sofort, was passiert ist. Also die SPD damals in heller Aufregung, Kevin Kühnert auf No-GroKo-Tour und Martin in ein Kabinett Merkel-Schulz, war gerade im Begriff, ins Kabinett Merkel einzutreten. Und da habe ich also dieses hier geschrieben. Für Juso-Chef Kevin Kühnert hat sich die Sache übrigens auch gelohnt. Weil er sich besonders engagiert für die SPD eingesetzt habe und gegen die GroKo, bekam er gestern von Generalsekretär Lars Klingbeil einen SPD-Toaster überreicht. Hatte er sich gewünscht. Hoffentlich hat der keine Grillfunktion. Leider nicht im Sortiment, Waschlappen und Wackeldackel. Rainer Kapell, hier erstmal kurz Beweis, ne, wir brauchen ja jetzt immer Beweise für alles. Tweet, hier Pointer, Tweet, Lars Klingbeil, Kevin Kühnert, Toaster. So. Rainer Kapellmann, den kennt ihr schon, der fand das schade und schrieb mir, er habe noch einen Dackel, den er mir zur Verfügung stellen könne, falls der in der SPD noch gebraucht wird. Den Klopapierhut gab es zusammenhangslos, zumal farblich inadäquat obendrauf. Ja. Da steht er jetzt. Ich nenne ihn liebevoll Martin. Ja. Das war so das Highlight in den letzten 5, 6 Jahren. Und dann habe ich gedacht, ich kann ja jetzt nicht noch 5-mal das Foto zeigen, ja, auch wenn es wirklich sehr schön ist. Und dann bin ich also mal ins Archiv gegangen und habe festgestellt, früher bin ich schon ab und zu auch mal rausgegangen, ja, so als junge Journalistin und auch durchaus dahin, wo es weh tut, also so zur rhythmischen Sportgymnastik oder in Friedrichstadtpalast oder so. Aber ich habe auch wirklich richtig gefährliche Sachen gemacht, zum Beispiel Busfahren. Ja? Das glaubt ihr jetzt nicht, aber ich bin das Ding wirklich gefahren. Hier, Bus, Anke. So, was noch? Mit Seelöwen schwimmen. Muss man jetzt, glaube ich, nicht noch mehr zu sagen. Ja, das vielleicht noch, ja.
Da habe ich Herr Tinio geküsst, fieser, großer Bär. Das ist toll. Das könnt ihr vielleicht nicht lesen, da steht Finger weg, Recherchematerial, kein Witz, Ausrufezeichen. Das sieht jetzt nicht unbedingt nach, ihr müsst die Werbepause abziehen, ne, Corinna? Ja. Das sieht jetzt nicht unbedingt nach klassischem Recherchematerial aus, wobei beim Tagesspiegel. Nee, also wie ihr schon wisst, schicken wir ja gerne Praktikanten los, die dann irgendwie Dinge tun müssen, die sie später, also die sie nicht tun wollen und in diesem Fall sogar dürfen. Das war ein Testkauf in verschiedenen Spätis. Wie viel Alkohol bekommt Schülerpraktikantin Luisa 14 Jahre? Das ist Ulrich Wickerts Brille. Die hatte er beim Interview vergessen. Da wollte ich sofort anrufen. Ich bin ja eine ordentliche Journalistin. Aber dann hat der Kollege gesagt, nee, lass erst mal Fotos machen. Und wo wir gerade bei Promis sind, ja? Hier, Robbie Williams, der echter Promi. Da habe ich mal richtig was aufgedeckt. Ja? Also da gab es jahrelang das Gerücht, dass Robbie Williams eine Wohnung am Checkpoint Charlie hat. Das hat er mir irgendwem erzählt und Journalisten schreiben ja immer gerne voneinander ab. Und dann war das also ein Fakt. Ja? Und jahrelang haben da so Boulevard-Journalisten rumgelungert im Regen. Und nur die Wohnung hat nie jemand gefunden, weil es sie nämlich gar nicht gibt. Und das habe ich aufgedeckt. Ja? Da war irgendwie Robbie Williams in der Stadt, hat irgendwas gemacht im KDW mit Mode oder so. Da gab es jedenfalls so Gruppeninterviews und dann habe ich gedacht, frage ich ihn doch einfach mal. Ja? Bin ich also mit dem Fahrrad ins KDW gefahren, ist ja auch nicht so weit. Und habe dann artig gewartet, bis ich dran bin. Fun Fact, die KDW-Chefin hatte damals ein eigenes Klo. Das konnte ich benutzen, als ich gewartet habe. Fand ich super. Jedenfalls war ich dann dran und habe gefragt, Robbie, wie sieht's aus? Checkpoint Charlie, Wohnung. Und er, nee, war gelogen. Zack, geile Geschichte. Habe ich schnell noch ein Foto machen lassen, weil ich dachte, mega cool, all meine Freundinnen werden total begeistert sein. Teenies der 90er, Boygroup sozialisiert, ja. Zeig denen also das Foto und die so, wer ist denn der Typ links? Ja, toll, fragt euch auch, ne? Foto. Die Wahrheit ist, ich weiß es nicht, es ist irgend so ein Typ. Apropos der Typ links. Was mache ich jetzt mit diesem Wackeldackel, habe ich mich gefragt. Weil der war ja auch eigentlich gar nicht für mich gedacht, sondern für den Wackel-Martin der Nation, Martin Schulz. Und der steht nur rum und staubt ein. Und dann habe ich mal geguckt, wie weit ist es eigentlich vom Tagesspiegel nach Würselen, der wohnt der, ne? Das habt ihr bestimmt inzwischen auch vergessen. Und hab gemerkt, so, es ist wirklich unglaublich weit. Ja? Also hier so 6 Stunden 44 und dann damals irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5 Baustellen. Ne? Aber dann habe ich gedacht, weil ich ja so wenig erlebt habe und da muss ich ja auch irgendwie was zu erzählen haben. Also habe ich ein Auto gemietet, einen Wackeldackel eingepackt und bin nach Würselen gefahren. Und dann habe ich da irgendwie tagelang vor Martin Schulz Haus rumgelungert und der hat sich ja damals auch gar nicht mehr aus dem Haus getraut. Ja. Und dann, dann gab es da aber zum Glück eine Bäckerei, dann habe ich mir was zu essen gekauft. Und dann gab es da auch ein Späti für die langen, kalten Nächte. Und irgendwann kam er dann aber doch raus und ich habe ihm den Dackel gegeben und alles wurde gut. Und natürlich habe ich auch davon ein Foto machen lassen. Und das Foto habe ich mir jetzt auch extra nochmal von den Experten vom Spiegel absegnen lassen. Ja. Er hat sich tierisch gefreut. Anke Mürre. Für unseren nächsten Slammer ist die Kulisse hier heute fast ein wenig zu klein und beschaulich. Er hat nämlich im April unseren bislang größten Reporter-Slam gewonnen, vor mehr als 1000 Zuschauern im Audimax der Uni Hamburg. Und zwar bei der Langen Nacht der Zeit, für die er als Investigativreporter hier in Berlin arbeitet. Nach seinem Sieg ging er damals feiern auf der Reeperbahn, gab seinen wunderschönen Pokal an der Garderobe des Mojo Club ab,
Und als er morgens um 3 Uhr nach Hause wanken wollte, war sein Pokal verschwunden. Von einem Unbekannten mit nach Hause genommen. Ich weiß bis heute nicht, ob er ihn je wieder gesehen hat. Vermutlich wird er deshalb umso intensiver versuchen, einen neuen zu gewinnen. Und zwar mit einem Thema, über das er auch schon ein Buch geschrieben hat. Wenn Sie jetzt seinen Namen nachher googeln, werden Sie auch ein Werk über Väter als Wickelprofis finden. Darum geht es leider nicht, auch wenn das sicherlich viel Realsatirepotenzial hätte. Es geht um das eigentlich sehr ernste Thema Terrorismus. Aber dieser Mann schafft es, dass wir sogar über den Islamischen Staat lachen. Ahlan wa sahlan, herzlich willkommen, Yassin Mushabbash. Vielen Dank. Vielen Dank, beziehungsweise an dieser Stelle ein herzliches Allahu Akbar. Ich habe von einer Kollegin gestern erfahren, dass in Österreich jemand festgenommen wurde, weil er das gesagt hat, bei einer öffentlichen Veranstaltung. Ich finde, das sollten wir uns nicht nehmen lassen, schon gar nicht in Neukölln. Darum umso herzlicher, Gott ist groß und er möge mit uns sein auf dieser kleinen Reise. Wir haben ja schon ein bisschen was über Klaas Relotius gehört. Ich will das auch gar nicht auswalzen, aber Sie kennen ja die Redewendung wahrscheinlich, dass es 2 Sachen auf der Welt gibt, bei denen man nicht wissen will, wie sie gemacht werden, Wurst und Artikel. Ich glaube, in Zeiten von Relotius ist ein Blick in die Wurst erlaubt, erwünscht, vielleicht sogar nötig. Deshalb lade ich Sie ein, mit mir einen Blick in die Terrorwurst zu werfen. Das ist nämlich mein Job bei der Zeit. Ich bin zuständig insbesondere dafür, den IS im Auge zu behalten, den Islamischen Staat. Und das ist nicht immer lustig, darum freue ich mich, dass Sie heute das mal mit mir machen. Und vielleicht können wir zusammen ein bisschen lachen. Mein Job besteht darin, dass ich vor allem Dokumente finden muss und verifizieren soll und dass ich möglichst auf nichts hereinfalle, also nicht auf solche Bilder hier, wo mir einer sagt, das ist das Raumfahrtprogramm des Islamischen Staates und es ist aber in Wahrheit bloß ein Imker. Und bei diesem Job besteht ein besonderer Reiz der ganzen Angelegenheit in den Informanten, mit denen man es zu tun hat. Sie können sich sicher vorstellen, das sind nicht immer Kollegen, die besonders vertrauenswürdig sind per se. Das sind auch nicht immer unkompliziert. Die haben schon so einiges hinter sich. Das sind jetzt mal so 3 so Herren, mit denen ich das öfter zu tun habe. Der eine hat mehrere Leute ausgebildet, die später beim IS eine Karriere als Richter gemacht haben. Der andere ist ein altgedienter Al-Qaida-Mann. Der dritte, der mit dem Papagei, ist ein syrischer Milizionär, der vor allem gegen den IS gekämpft hat. Und im Grunde funktioniert es so, die wollen mir was geben, was ich nicht will und ich will was von denen, was die mir nicht geben wollen. Man muss also sehr viele Frösche küssen, oft, immer wieder und ab und zu klappt es aber und dann entstehen Artikel, zum Beispiel solche, die sind jetzt hier aus der Zeitung, für die ich arbeite. Und über den Artikel links möchte ich Ihnen als erstes was erzählen. Dieser Artikel befasst sich mit einer Sammlung von fast 4000 Personalerfassungsbögen über ausländische Kämpfer, die beim IS angeheuert haben, die mir zugespielt wurden, die ich auch verifizieren konnte. Und das war natürlich eine tolle Fundgrube. Und diese Fragebögen, die den IS-Rekruten ausgehändigt wurden beim Grenzübertritt ins Kalifat, die bestanden aus 23 Fragen, die der IS da abgefragt hat und für die Antworten verlangt wurden. Die sehen so aus. Genau, da sehen Sie einen so einen Bogen. Ich habe jetzt mal jemanden genommen, der nicht aus Neukölln kommt. Und die Fragen, die da so gefragt wurden, ist so, wie viel Dschihad-Erfahrung hast du eigentlich schon? Möchtest du gerne Kämpfer werden oder Selbstmordattentäter? Wen sollen wir benachrichtigen, wenn du gestorben bist? Und solche Sachen. Und meine Lieblingsspalte, die habe ich Ihnen mal eingekreist, ist die letzte. Die klingt ganz harmlos. Kommentare oder Anmerkungen könnte man das nennen. Und da, wenn man da reinguckt, das war irre. Das war wirklich irre. Lauter Kurzgeschichten im Twitter-Format, die Ihnen mehr über den IS verraten als so einiges andere. Ich nenne Ihnen mal 3 Beispiele. Bei einem stand zum Beispiel, der hatte sich als Selbstmordattentäter zur Verfügung gestellt, wenn er denn zum Zug gekommen ist, bitte die Eltern benachrichtigen unter dieser Nummer, aber den Eltern nicht sagen, dass er als Selbstmordattentäter gestorben ist, die finden das nicht gut. Okay. Zweites sehr schönes Beispiel ist das, was ich hier eingekreist habe. Das gab es mehrfach. Das waren auch Leute, die sich als Selbstmordattentäter zur Verfügung gestellt haben und die gesagt haben,
Ich hätte aber nichts dagegen, wenn bis zur Operation noch ein bisschen Zeit vergeht. Mein absolutes Lieblingsbeispiel. Mein absolutes Lieblingsbeispiel war ein Typ, ich glaube, der kam aus Belgien oder Frankreich. Da stand unten drunter von dem Typen von der Grenzpolizei eingetragen: Achtung, Achtung, dieser Typ kann im Dunkeln irre gut gucken. Sie haben das ja, Sie wissen das, 2014 hat der IS einen Staat errichtet, einen Möchtegern-Staat, Pseudostaat, das sogenannte Kalifat. Und in diesem Kalifat hat er sozusagen alles versucht so zu machen, wie Staaten das halt so machen, unter anderem hat er natürlich auch Schulen gegründet. Und das kriegte man dann irgendwann mit und irgendwann hieß es auch, kriegte ich dann so Mails und die Kontakte meldeten sich und sagten, wir haben die Schulbücher vom IS, einige zumindest, die kannst du dir mal angucken. Und da habe ich gedacht, Leute, ihr spinnt doch, ein Englischbuch beim IS, das ist das Letzte. Die sagen die ganze Zeit, sie wollen die Welt erobern, alle müssen Arabisch lernen, die machen doch keinen Englischunterricht. Das ist garantiert ein Fake. Das habe ich mir dann aber in Ruhe angeguckt und ein paar Leute kontaktiert, die da ein bisschen mehr drüber wussten und tatsächlich ließ sich das verifizieren, dass der IS auch Englischunterricht erteilt hat mit eigenen Lehrbüchern. Das ist eins davon. Hier sieht man so ein paar Beispiele für Übungen. Das ist jetzt alles nicht so perfekt. Also die Englischlehrer waren, glaube ich, vom Niveau her, das ist jetzt mal so eine Sache für sich. Aber ich finde, man kann das mal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Ist vielleicht auch für diejenigen, die hier in Neukölln wohnen und immer damit geprügelt werden, dass die Schulen hier so schlecht sind, auch mal ganz schön so ein Vergleich. Es geht immer noch schlechter. Damit mussten die armen Kinder dann also lernen. Und dieses Kalifat, das der IS damals errichtet hat, das ja heute in der Form nicht mehr besteht, das, auch das wissen Sie, glaube ich, hatte ja den Anspruch, auf allen Ebenen sozusagen von deren Ideologie durchdrungen zu sein. Also ein komplett totalitärer Staat mit kompletter Kontrolle über alle Lebensbereiche, was zum Beispiel auch die Freizeit einschloss, wie man hier sehen kann. Was Sie hier rechts sehen, das ist eine Fatwa des IS, ein islamisches Rechtsgutachten, das von einem IS-Mufti erstellt wurde. Es gibt eine ganze Sammlung davon, auch die musste ich mühsam verifizieren, aber die ließ sich verifizieren und es geht um das Thema Billard. Ich zitiere mal. Also man muss sich das so vorstellen, als der IS damals Millionenstädte eingenommen hat und ein Gebiet von der Größe Englands, waren dabei natürlich auch Billardsalons. Ja? So, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind ein IS-Kämpfer und man muss ja auch nicht jeden Tag kämpfen, geht man vielleicht auch mal da rein. Aber irgendwann stellt einer die Frage, sag mal, dürfen wir das überhaupt? Ist es eigentlich okay? Billard. So, und die Frage, also eine Fatwa ist immer eine Antwort auf eine Frage und die Frage war, ob man Billard spielen darf. Und die Antwort lautet, das kann ich nicht auswendig, ja, es ist erlaubt, aber unter diesen Bedingungen. Keinerlei Wetten, auch nicht, dass der Verlierer das Spiel bezahlen muss. Das Spiel darf den Gottesdienst und den Gehorsam gegenüber Gott nicht behindern. Es darf nicht geflucht werden und generell wäre es besser, wenn die Gotteskrieger ihre Zeit mit sinnvolleren Dingen verbrächten. Also wenn es nach mir geht, hätten die ruhig mehr Billard spielen können. Einige der Dokumente, mit denen man es zu tun hat, stammen von Gegnern des IS, also von Leuten, die gegen den IS gekämpft haben, so wie zum Beispiel dieser Milizionär am Anfang mit dem Papagei. Und diese Leute hatten zwischendurch auch durchaus mal Erfolge gegen den IS und haben dann manchmal irgendein kleineres IS-Hauptquartier hochgenommen oder irgendeinen Unterschlupf und Dokumente erbeutet. Und das war für die natürlich immer eine Riesensache, weil die meistens verloren haben gegen den IS und wenn sie mal gewonnen haben, waren sie sehr aufgeregt. Und der Papageienmann, der rief mich eines Tages an und sagte, ich habe total heißen Scheiß für dich. Du musst sofort vorbeikommen. Die ganz große Verschwörung, ich kann sie belegen, der IS kooperiert mit den Russen. Also die Russen waren zu dem Zeitpunkt relativ frisch in Syrien in den Bürgerkrieg involviert. Keiner wusste so richtig, was wollen die, wo geht die Reise hin. Das ist natürlich jetzt eine Ansage. Da habe ich gedacht, geil, Titelgeschichte, Pulitzerpreis, jetzt geht's los, endlich. Ja. Und bin sofort hingefahren und habe gesagt, diese Smoking Gun will ich haben, gib her, Papageienmann. Und dann hat er mir das gegeben. So, das ist jetzt dummerweise kyrillische Schrift, kann ich nicht lesen, scheiße. Da habe ich gedacht, gut, musst du irgendjemanden einweihen, aber du arbeitest ja bei einer vernünftigen Zeitung. Wir haben eine Moskau-Korrespondentin, die kann Russisch, Alice Bota, die musst du jetzt einweihen, die musst du jetzt helfen. Dann habe ich Alice angeschrieben,
Aber es muss natürlich alles klandestin sein. Alice, große Sache, kann nicht mehr drüber sagen. Hast du PGP-verschlüsselte E-Mail-Möglichkeiten? Und hatte sie, und ihre Antwort darauf war: Lieber Yassin, das ist ein offizielles Dokument des tadschikischen Justizministeriums. Eine Vollmacht, in der ein Ehepaar sich gegenseitig die Erlaubnis gibt, mit dem gemeinsamen Sohn ins Ausland zu reisen. Ein paar Tage später kam der Informant, der war natürlich auch geknickt und meinte, jetzt habe ich es wirklich, ist sogar handgeschrieben, sehen Sie da, ich wieder Alice angerufen. Alice antwortete, das ist wohl eine Einkaufsliste. Also wir denken, da steht Tasse, Toilettenpapier, Kuchen. Noch ein paar Wochen später kam derselbe Informant allerdings mit was richtig Geilem um die Ecke, Roboter. Genau genommen mit einem 7-seitigen Geheimpapier des IS von einem Waffenforschungslaboratorium in Aleppo, das er betrieben hat, in dem die angegeben haben, wie ein Sack Seife mit ihren geilen Erfindungen, zum Beispiel ferngesteuerte, mit Sprengstoff gefüllte Autos, ferngelenkte Minifahrzeuge, die Minen vergraben können und einer mysteriösen Ablenkungswaffe, die die Kampfjets der internationalen Anti-IS-Koalition in die Irre führen kann. Genau, da musste ich dann sehr viel recherchieren, stellte sich aber heraus, vieles davon stimmt. Die Mailwechsel mit der US Army waren sehr interessant und lustig und einige dieser Dinge konnte ich später im Irak auch selbst beobachten. Hier links ist eine vom IS entwickelte Tunnelbohrmaschine und rechts ein IS-Tunnel. Was mir keine Ruhe gelassen hat, war die Erfindung eines angeblichen Anzuges, der Körperwärme abführen kann und in ein Kühlgerät absorbiert. Also das ist ein Anzug, der gedacht war für IS-Führer, die damit vor Drohnen sicher sind, weil sie keine Wärmesignatur mehr haben. Den hat nie einer gesehen. Die US-Armee lacht noch heute über meine Anfrage. Später habe ich festgestellt, das Patent gibt es allerdings schon seit Jahren, und zwar in den USA. So, zum Abschied eine extrem peinliche Geschichte. Wenn man im Irak von Checkpoint zu Checkpoint daddelt, so in der Gegend von Mosul herum und so weiter, das ist alle 37 Zentimeter so irgendein Checkpoint und man muss jemanden dabei haben, der einem diesem Wahnsinn hilft, das war mein Fahrer und Stringer Kadwan und der hat mir dann immer rübergeschoben, Formulare, die ich ausfüllen muss für den nächsten Checkpoint und das ist eins dieser Formulare, die Sie sehen, ich habe angefangen, das auszufüllen und ich stolperte dann beim ersten Mal über die Frage, wann denn das genaue Datum meiner Reuebekundung gewesen sei. Die nächste Zeile war dann, mit welchen Waffen ich ausgestattet worden wäre. Dann habe ich mir den Bogen da genauer angeguckt und auf dem Kopf festgestellt, da ist das Siegel des Islamischen Staates drauf. Was Kadwan mir da untergejubelt hatte, der alte Spaßkopf, war ein Rekrutierungsbogen des US für ehemalige Angehörige der irakischen Armee, die jetzt lieber dem IS angehören wollen. Ich bin sehr froh, dass ich den nicht abgegeben habe. Ich achte seitdem noch viel genauer drauf, was in die Wurst kommt. Vielen Dank. Schönen Abend. Wir kommen zur letzten Slammerin vor der Pause. Sie ist freiberufliche Journalistin in Berlin und Köln, arbeitet auch investigativ und sie ist die Siegerin unseres Slams im Mai beim Katholikentag im schönen Münster. Damit Sie sich in die Atmosphäre dieses idyllischen Tages hineinversetzen können, zitiere ich mal aus damaligen Tweets von Bommi, der auch dabei war. Zitat: Beschienen vom satten Morgenlicht tanzen bunt betuchte Kinder einen Reigen vor einem Zirkuszelt. Nebenan im hohen Schatten der Promenadenbäume reden drei Nonnen über Heidegger. Münster wie Berlin ohne alles, was nervt. In dieser Stimmung trat also unsere nächste Slammerin auf die Bühne vor lauter beseelten Katholiken und sie redete plötzlich über Hexenverfolgung. Ein Thema, an das man ja im Vatikan besonders gerne erinnert wird. Bei ihr geht es aber nicht um Hexenverfolgung im Mittelalter, sondern ganz aktuell tatsächlich in einem Land, zu dem sie auch familiäre Verbindungen hat, nämlich Indien. Und dorthin nimmt sie uns jetzt alle mit. Freuen Sie sich auf die Reise mit Cosima Gill. Namaste, Ji. I'm very, very happy to be here on stage tonight in Berlin. As you can obviously hear, this is going to be in Indian English. Ich komme gerade zurück von einer ganz langen Hochzeit in Indien, eine Woche durchgefeiert und extra eingeflogen für den Reporter-Slam. Und wenn man in Indien recherchiert, dann ist die erste Herausforderung sehr häufig, am Telefon ernst zu bleiben. Weil wenn jemand rangeht mit, hello Miss Gill, what can I do for you? Do you have any problem? Dann muss man vielleicht manchmal schon schmunzeln. Also das ist die erste Herausforderung.
Herausforderung. Klappt aber meistens ganz gut. Hier oben steht auch Namaste, falls ihr euch das gefragt habt. Die zweite Herausforderung, bevor wir zum Thema Hexenverfolgung kommen, ist auch noch im Kommunikationsbereich. War jemand von Ihnen schon mal in Indien? Hände hoch. Ja, okay, einige. Vielleicht haben Sie da schon mal No Problem gehört, oder? Okay, die lächeln, wissen, worum es geht. Wenn man No Problem in Indien hört, dann heißt das meistens, dass es ein großes Problem gibt. Also wenn man irgendwo anruft und sagt, gibt es zum Beispiel, do you have any data on some issue? Und sie antworten, yes, yes, no problem, we can deliver the data until tomorrow, no problem. Dann weißt du wirst diese Daten vermutlich nie bekommen. Ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren auf einer indischen Hochzeit einer Familie und mein Großvater war auch Inder, dadurch waren wir eingeladen und ich habe meinen Sari einen Tag vorher zum Schneider gebracht und habe ihn gefragt, ist der bis morgen früh fertig? Ich muss den Sari anziehen um 8 Uhr. Was war die Antwort? No problem, no problem. Natürlich ist der Sari bis morgen fertig. Wer hatte am Tag der Hochzeit nicht den richtigen Sari? Ich natürlich. Also merkt euch das für die Geschichte. Die Geschichte führt uns nach Ranchi. Das ist im Osten von Indien. Und zwar habe ich der Deutschen Welle, als ich dort 2016 einige Monate als Korrespondentin gearbeitet habe, das Thema Hexenverfolgung vorgeschlagen. Jede Redaktion sagt bei Hexenverfolgung natürlich, ja krass, gerne, mach das. Ich habe dann bei der Redaktion das Thema eben durchgekriegt und habe dann bei der Hilfsorganisation CSS angerufen. CSS ist eine Hilfsorganisation im Osten Indiens, die sich darauf spezialisiert hat, bei Hexenverfolgung so ein Frühwarnsystem zu etablieren, um den Frauen zu helfen. Ich habe dann angerufen von meinem Büro aus in Neu-Delhi und habe erstmal gefragt, hello, I'm working on this issue for DW, can you help me? Yes, of course, very good, when are you coming over? Dann habe ich gefragt, ob es ein bisschen konkreter werden kann, ob sie vielleicht schon some contacts on the ground oder irgendwas haben. Und was haben sie geantwortet? No problem, no problem, of course we can support you. In dem Moment weiß man als Journalist in Indien, weg vom Schreibtisch, das muss eine Vor-Ort-Recherche werden. Ich bin dann also mit dem Kameramann Thilo, den ihr hier seht, auch ein Kumpel von Jochen, nach Ranchi geflogen. Das ist hier einmal, wie ihr seht, in der Nähe von Bangladesch. Eine Stunde 25, 73 Euro, heute ganz tagesaktuell mit SpiceJet. SpiceJet ist eine indische Airline, die kann man sehr empfehlen. Funktioniert ganz gut. Wir sind dann auf jeden Fall da angekommen, hatten einen recht engen Zeitplan für 2 Tage. Und am ersten Tag haben wir erstmal geklärt, was sind denn die Rahmenbedingungen. Also diese indische Hilfsorganisation CSS hat eben in 30 Dörfern rund um Ranchi jeweils Leute vor Ort, wenn eine Frau als Hexe bezeichnet wird, dann rufen die sofort den Dorfrat ein, damit nichts Schlimmeres passiert. Und das muss man auch ernst nehmen, wenn das passiert. Wir sind dann ins erste Dorf gefahren, da gab es eine Meldung an dem Tag, dort sollte eine Frau als Hexe bezeichnet werden. Wenn man dort ankommt, sind da erstmal viele Kinder, die sind gerade aus der Schule zurückgekommen und die sind uns auch nicht mehr von der Seite gewichen. Die haben uns die ganze Zeit begleitet. In Indien ist nämlich das Ding, man ist prinzipiell nie alleine, wirklich nie. Wir hatten auch diese ganze Crowd, die uns durch das Dorf hinterhergelaufen ist. Das ist gerade für Kameramänner nicht einfach, wenn man dann immer 5, 6 Köpfe zum Interviewpartner noch mit im Bild hat. Aber es funktioniert. Und wir sind dann dort auf der Suche gewesen nach Frau Devi. Devi heißt ungefähr Müller. Das ist also gar nicht so einfach, wenn man durch ein Dorf läuft und nach Frau Müller, also Frau Devi, sucht. Wir sind dann fündig geworden und haben im Haus von dieser Familie gewartet. Frau Devi sollte dazustoßen. Wir haben dann erstmal vor Ort einen Chai getrunken, Chai, also das muss man eigentlich immer in Indien erstmal. Ob man das Wasser vor Ort verträgt, ist nicht unbedingt safe, aber gut, der Magen hält schon bis zum Abend durch, aber da geht Gastfreundschaft eindeutig vor. Und wir waren 2 Stunden da, der zweite Chai, Frau Devi kam nicht. Wir haben dann irgendwann beschlossen, wie das bei so einer Vor-Ort-Recherche ist, okay, wir müssen einpacken, weiter. Sind dann zurück zu unserem Fahrer und wollten mit ihm weiterfahren, hier durch die Dörfer. Und unser Fahrer hat dann von dem zweiten Fall gehört, wo wir hinkommen und meinte, nee, da fahre ich nicht hin. Ja, okay, warum denn nicht? Ja, der Hexenfall da, der klingt total verrückt, den habe ich auch schon mal gehört. Und der Fahrer hat dann uns erzählt, er sei selber mal verhext worden von seinem Nachbarn. Und gut, in dem Moment denkt man, okay, krass, wir sind mitten in der Geschichte. Und dann habe ich ihn mal gefragt, warum. Und dann meinte er, sie hätten Streit gehabt. Und der Streit hätte sich bis heute ausgewirkt. Und dann hat er mir Folgendes erzählt. There is a heat feeling going up and down in my body every time of the day. So I currently, er wurde verhext.
Text ganz klar. Wir haben ihn dann irgendwann doch überzeugt, mit uns zum zweiten Protagonisten zu fahren, auch eine Frau Devi. Und dort sind wir dann angekommen. Devi ist ein sehr häufiger Name, Müller halt. Dort sind wir dann angekommen und sie ist extra in das Haus von einer anderen Nachbarin gekommen, weil sie sich nicht getraut hat, uns bei sich zu Hause zu empfangen. Da gab es dann direkt wieder Chai, wie das immer so ist, der dritte an dem Tag. Der Magen war ein bisschen wackelig, aber hielt. Und sie hat uns erzählt, warum sie als Hexe bezeichnet wird. Und das ist wirklich, da der Chai wird gekocht und gebracht. Und dann erzählt sie euch gleich, warum sie als Hexe bezeichnet wird in dem Ort. Niemand hier ist so gebildet wie meine vier Kinder. Die meisten Dorfbewohner sind einfach neidisch. Genau, es ging um Bildung, also zwei ihrer Kinder waren an der Uni und zwei hatten einen guten Schulabschluss und Neid ist ein ganz großes Thema. Also wenn eine Frau mehr erreicht hat, wenn sie vielleicht selbstständig ist oder wenn auch eine Frau geerbt hat und beispielsweise in der Landwirtschaft Erfolg hat und dort irgendwie ein bisschen Land gehört, dann ist Neid sehr häufig ein Grund, warum Frauen als Hexen bezeichnet werden. Oder ein anderer Grund ist, wenn es Krankheitsfälle gibt in den Familien, mehrere in einem Dorf und eine Familie verschont bleibt, dann wird sehr häufig aus der Familie eine Frau Hexe genannt. In dem Fall wird sie nur ausgegrenzt, in Anführungszeichen. Das kann auch mal schlimmer ausgehen, dass Frauen erhangen werden oder dass Frauen auch ermordet werden. Dann ist Aberglaube einfach nur ein Deckmantel für Verbrechen. Es gibt an der Geschichte aber auch noch unterhaltsamere Seiten, und zwar, wo es Hexen gibt, da gibt es auch, was vermutet ihr? Enthexer. Fagua Türki. Darf ich Ihnen Fagua Türki vorstellen? Er hat so eine Stunde von Frau Devi entfernt gewohnt und ist hauptberuflicher Enthexer. Wenn man da ankommt, dann sind auf einem Hügel so 3-4 Lehmhütten. Ein unfassbar skurriles Bild. Da laufen 30-40 Meerschweinchen wild rum. Ob das Haustiere sind oder Nachtisch oder so, konnte man nicht genau zuordnen. Und er hatte viele Kinder. Er hat angefangen aufzuzählen und irgendwann aufgehört. Aber die erste Frage an einen Enthexer, die drängt sich ja auf. Woran erkennen Sie denn eigentlich Hexen, Herr Türki? Wenn eine Frau von schwarzer Magie betroffen ist, dann verändert sie sich. Sie wird gewalttätig und geistig verwirrt. Sie kämmt sich nicht mehr die Haare, isst wenig und spricht kaum noch. Man dürfe Hexen nicht verbrennen oder enthaupten, sagt der 60-Jährige. Mit Hilfe dieses Stabes könne er die Frauen heilen. So habe er schon 10 sogenannten Hexen das Leben gerettet. Ja, wunderbar. Diesen Stab hat er von Affengott Hanuman bekommen und damit auch die Kräfte, um Hexen zu heilen. Ich habe ihn dann mal gefragt, wie er das macht. Das ist relativ einfach. Also er setzt sich mit diesen Frauen um ein Feuer, nimmt dann seinen Stab und wedelt immer um den Kopf der Frauen und lässt sie ein Mantra wiederholen. Und dann fragt er jede Runde, wenn das Mantra beendet ist, und bist du geheilt? Und wenn die Frau ja sagt, dann ist sie geheilt. Also das ist gar nicht so kompliziert, wie es immer klingt. Und er kann übrigens auch Kühe heilen, das hat er an dem Tag getan, als wir dort waren. Und er hat mir doch erzählt, er kann auch Frauen helfen, schwanger zu werden. An der Stelle habe ich dann nicht weiter nachgefragt. Also eine skurrile Begegnung mit Fagua Türki. Und eine Frage, die muss ich ihm dann doch noch stellen. Wie es denn seiner Meinung nach sein könne, dass es nur in Indien Hexen gibt und nicht in Deutschland? Und darauf hat er geantwortet, naja, also wir in Indien, wir trauen uns wenigstens offen über dieses Thema zu sprechen. Bei uns ist das kein Tabuthema mehr. In Deutschland seid ihr einfach noch nicht so weit bei euch im Westen. Okay, der Meinung kann man sein, muss man aber nicht. And if you have any questions afterwards, don't worry to ask me, no problem, Danyavad. Cosima G. Das war Teil 1 des Reporter Slam. Wir machen 20 Minuten Pause. Die Zuschauer im Fernsehen können jetzt in der Zeit Videos von Bommi sehen. Sie hier im Saal können Getränke kaufen. Goldene Steaks gibt es nur in Wilmersdorf. Also essen Sie schnell. Um Punkt 21.35 Uhr geht's weiter. Guten Appetit. Hört man mich wieder. Willkommen zurück, Berlin! Ja.
da geht noch mehr. Die Goldsteaks müssen noch verzehrt werden, ich sehe schon. An der Theke ist auch noch ein bisschen was los, aber ich quatsch hier einfach noch ein bisschen, bis alle wieder auf ihren Steh- und Sitzplätzen sind. Ich bin ja schon froh, dass sie überhaupt geblieben sind. Ich hatte schon befürchtet, dass einige vielleicht weiterziehen zum Maritim. Da findet nämlich heute der Presseball Berlin statt, angeblich mit 5000 Leuten und den Weather Girls als Duo. Das wäre eine Alternative gewesen. Oder, was uns vorher auch ein bisschen Sorgen gemacht hat, viele werden es wissen, in der ARD läuft gerade das große Schlagerfest mit Florian Silbereisen und Helene Fischer gemeinsam auf der Bühne. Kein Scherz. Wir dürfen wahrscheinlich nachher alle auf bild.de lesen, ob es zwischen den beiden wieder gefunkt hat. Aber keine Sorge, sie sind hier geblieben, sie verpassen nichts, denn wir haben das viel attraktivere Duo. Wer braucht die Weather Girls, wer braucht Silbereisen und Fischer? Die beiden, die jetzt wieder kommen, haben sich nicht getrennt, sondern musikalisch gerade erst wieder zusammengefunden. Ihr nächster Song handelt auch wieder von Journalismus und heißt Ich schreibe nur noch über Essen. Ob es darin auch um goldene Steaks geht, das verraten Sie Ihnen jetzt. Bühne frei wieder für Bommi und Brummi. Wetten auftreten. Noch perfektionieren soll. Reihe 2 auch gleich wieder da. Tonart. Das, ja, das klingt gut. Der 19. Dezember 2018 war ein Tag, an dem sich zwei Journalismusskandale kreuzten. Das war recht intensiv. Ich glaube, irgendwie um 13.30 Uhr oder so ist der Spiegel mit seiner ersten Geschichte zu Klaas Relotius rausgekommen, woraufhin alle erstmal sehr viel damit zu tun hatten. Nur ein paar Leute mussten noch was anderes machen, mussten noch anderweitig den Journalismus retten. Nämlich an dem Abend war auch eine große Solidaritätsveranstaltung für den Chefredakteur von Korrektiv, also Brummis Chef, Oliver Schröm, dem jetzt die Staatsanwaltschaft Hamburg auf den Fersen ist, wegen Geheimnisverrat im Rahmen des Cum-Ex-Skandals. Also grob runtergebrochen kann man schon sagen, jetzt soll der belangt werden, der es aufgedeckt hat. Und diese Solidaritätsveranstaltung von der Zeitmagazin-Kolumnistin Sophie Passmann initiiert, wurde da gestellt unter das Motto Geheimnisverrat, weil es geht ja bei diesem ganzen Cum-Ex-Skandal und bei dem Skandal um Oliver Schröm um Geheimnisverrat. Und alle PerformerInnen auf der Bühne, also unter anderem auch ich, sollten Geheimnisse verraten. Und ich habe gedacht, ich verrate einfach mal das Geheimnis meines unfassbaren Erfolges und Lebensglücks. Warum ich einfach so ein lustiger, singender Redakteur bin und eben keinen Ärger mit der Staatsanwaltschaft habe. Jochen hat ja eben schon gesagt, ich arbeite jetzt bei Zeit Online, das ist unpräzise, ich arbeite sogar bei Zeit Magazin Online. Und da hat man es sehr viel mit sehr schönen Themen zu tun. Essen, persönliche Geschichten, Sex auch, Porno. Ist, sagen wir mal, ein Leben, wo man recht weit weg ist von der Staatsanwaltschaft. Und da habe ich gedacht, wenn die Enthüller und Investigateure so unglücklich sind mit ihrem Leben, den Leuten kann geholfen werden. Ich habe ein paar spitzenmäßige Tipps aus meinem Leben. Ich schreibe nur noch über Essen. Das ist die Tonart. Es wird ja alles so verlässlich schlimmer, als es vorher war. Branche pleite, Zukunft hässlich und die Freiheit in Gefahr.
starten Hirne und Charakter. Alles rückt und ruckt nach rechts. Facebook macht alle beknackter und die Bank macht Kumm und Ex. Ich komme aus dem Karneval. Streite dich nie mit den Trollen, streite dich nie mit dem Geld. Denn was helfen deine tollen Analysen dieser Welt? Sitzt du erstmal in der Anstalt oder schlimmer noch im Knast? Mach's wie ich, spar dir den Anwalt und den Weltrettungsballast. Ich schreibe nur noch über Essen, Kleidung, Möbel und Design. Da kommt's selten zu Prozessen, das ist sicheres Terrain. Gärten, Autos, Prominente, Sex, Beziehung, bisschen Sport. Hab den Schreibtisch voll Präsente und ein Sakko an aus Kort. Und das stimmt, nachprüfbar. Ist sogar noch besser, ich hab Brummi auch einen Kortsakko mitgebracht. Und er sieht da drin wirklich unverschämt fantastisch aus. Es beschämt mich. Jetzt habe ich ihn aus dem Takt gebracht. Den Zusammenhang der Dinge zu erkennen war mal Ziel. Doch das bringt nur Augenringe, leere Taschen und zu viel. Ärger, Drohungen und Klagen, bald ein Vorstrafenregister. Ich will leichte Muse wagen und ein Selfie mit Horst Lichter. Heißt ja nicht, ich wäre sofort käuflich korrumpiert. Wolfram Siebeck hatte Ehre, den hat nie jemand geschmiert. All die feinen Arganöle wären dafür auch viel zu teuer. Also Schluss mit dem Genöle über Geldgewinn aus Steuern. Ich schreibe nur noch über Essen, Kleidung, Möbel und Design. Da kommt selten zu Prozessen, das ist sicheres Terrain. Gärten, Autos, Prominente, Sex, Beziehung, bisschen Sport. Hab den Schreibtisch voll Präsente und ein Sakko an aus Kort. Kommen zu mir mal so Heinis aus dem Gaststättenverband und verraten ein Geheimnis, und das ist echt allerhand. Eine schmutzige Geschichte, in der's raucht und stinkt und knallt, werd ich nicht davon berichten, sonst holt mich der Staatsanwalt. Und sag, meine Leute hätten den Verrat initiiert. Rechner, Akten und Disketten, Laufwerk werden konfisziert. Ich sitz schockstarr in den Trümmern meiner Arbeit vieler Jahre. Der Bürohund ist am Wimmern und verliert vor Kummer Haare. Drum schreibe ich nur noch über Essen. Ach, ich koche einfach selber in einem Landgasthof in Hessen. Draußen lachen alle Kälber. Lese niemals mehr eine Zeitschrift, hab kein Netz, nicht einmal Edge. Es steht auf Tafeln, was in Schreibschrift von Steak und Kartoffelwedges. Ich schreibe, nee, wir alle schreiben nur noch über Essen, Kleidung, Möbel und Design. Da kommt's selten zu Prozessen, das ist sicheres Terrain. Gärten, Autos, Prominente, Sex, Beziehung, bisschen Sport. Haben den Schreibtisch voll Präsente und so sagen Kurs an aus Korn. Dankeschön. Zu erwähnen, es gibt auch einen YouTube-Kanal, MC Eisbommi, einfach bei YouTube eingeben, abonnieren Sie ihn und hören stundenlang seine Hits aus Britz, aber erst ab morgen, denn jetzt geht es weiter im Wettbewerb, und zwar mit der Frau, die Ende August unseren Pokal in Düsseldorf geholt hat. Der Slam fand während des Journalismus-Festivals Campfire statt, in einem Zirkuszelt vor dem Landtag meiner schönen Heimat Nordrhein-Westfalen. Die Stimmung im Zelt war bestens, anders als draußen im gesamten Land. Denn wenige Tage vorher war es in Chemnitz zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Daraufhin demonstrierten Rechte in der Stadt, zeigten den Hitlergruß und alle sahen Videos von Hetzjagden, nur nicht der Chef des Verfassungsschutzes.
Und in dieser schwierigen Zeit trat also nun die freie Journalistin auf die Bühne und erzählte von ihrem Podcast, der plötzlich eine traurige Aktualität erhalten hatte. Das Thema ist also eigentlich gar nicht lustig, aber sie selber ist es. Hier ist für Sie Nora Hespers. Hallo, guten Abend. Oh mein Gott, es sind sehr viele. Ich habe einen Podcast und einen Blog und schreibe darin über das Leben meines Großvaters. Das ist er, Theodor Maria Hespers. Und die Geschichte heißt, wenn die Geschichte dreimal anklopft. Denn um wirklich zu verstehen, was das eigentlich für eine Geschichte ist, die ich da vor mir habe, musste sie mir dreimal kräftig vors Schienbein treten. Und zum ersten Mal, wo sie mir vors Schienbein getreten hat, nehme ich sie jetzt einfach mit. Die Realsatire an der Nummer bin übrigens ich. Ja, also die Geschichte ist nicht so lustig, aber ich bin von Sternzeichen Trottel, deswegen ist das dann doch ein bisschen komisch. Und zwar, ich stelle Ihnen die erstmal eben kurz vor, diese Familie. Das ist mein Großvater, Theodor Franz Maria Hespers, meine Oma links. Und der kleine Klops da in der Mitte ist eines der vielen Frühchen, die damals geboren wurden. Das lief ja dann so, geheiratet, 8 Monate später, ups, ist ein Frühchen. So, eins davon, wie man auch deutlich sieht, finde ich, also 6, 7 Monate alt das Kind, sieht wirklich schwer nach Frühchen aus. Das war im Sommer 1931 in einem Garten in Mönchengladbach und da war die Welt noch relativ in Ordnung, muss man sagen, weil mein Großvater war nicht nur Katholik, der war freikirchlich organisiert und auch ein Kirchenkritiker und ein großer Kritiker der NSDAP. Das hat er auch relativ deutlich gemacht, indem er auf Veranstaltungen der NSDAP gegangen ist und dort Gegenrede gehalten hat. Das hat mitunter damit geendet, dass diese Auseinandersetzungen mit Fäusten ausgetragen wurden und er dann mit einer blutigen Nase nach Hause kam. Nach dem Reichstagsbrand 1933 war das dann auch vorbei. Mein Großvater hatte sich für die Arbeiter- und Bauernpartei in Mönchengladbach aufstellen lassen, für die Stadtverordnetenwahl. Und damit war klar, das, was er gemacht hatte, war illegal. Er musste aus dem Land und ist von Mönchengladbach nach Holland geflohen. Hat seine Familie, also mein Vater damals 2 Jahre alt und meine Oma, zu sich nach Holland geholt. Hat von da weiter im Widerstand gearbeitet. Ab 1937 hat er dann von da eine Widerstandszeitschrift nicht nur publiziert, sondern auch von da wieder nach Deutschland geschmuggelt und die wurde dann in Deutschland gelesen. Das fanden die Nazis uncool, muss man sagen, bis ziemlich scheiße. Die haben diese Widerstandszeitschrift natürlich verboten und mein Großvater sozusagen erstmal die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Und es war auch klar, wenn der jemals wieder zurück nach Deutschland kommt, dann wird er da vor den Volksgerichtshof gestellt. Angeklagt wegen Hochverrat und das Todesurteil war ihm so gut wie sicher, auch durch einige Artikel, die er da geschrieben hat. 1942 haben sie ihn dann tatsächlich gekriegt. Die Gestapo hat ihn in Antwerpen, sie waren inzwischen nach Belgien geflohen, aufgegriffen, hat ihn ins Reichssicherheitshauptamt gebracht. Das ist hier in Berlin, um die Ecke, da wo die Topografie des Terrors ist. Und nur 12 Kilometer von diesem Ort, an dem wir heute sind, ist er am 9. September 1943 in Berlin-Plötzensee am Galgen erhängt worden, zusammen mit weit über 200 anderen politischen Gefangenen in den Blutnächten von Plötzensee. Das ist die nicht so lustige Geschichte. Und das war auch alles, was ich damals kannte an Geschichten, weil mein Vater hat das Ganze überlebt, meine Oma auch, aber mein Vater hat das Ganze überlebt und er hat sehr, sehr viel davon erzählt. Jetzt muss man sagen, man ist sehr jung und das Ganze klingt nach Opa erzählt vom Krieg. Ich weiß nicht, wer das in der Familie hatte, man hört da so latent zu, aber eigentlich interessiert einen das nicht richtig. Um das kurz einzuordnen, dass das mein Vater und als das Bild entstanden ist, 1931, war meine Oma mütterlicherseits noch nicht geboren. Die ist nämlich von 1932. So, also ne, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Altersunterschied, über den wir da reden. Und deswegen hat mich die Geschichte ja nicht so richtig interessiert, weil ich habe ja keinen Opa verloren, der war ja nie da, den habe ich ja nie kennengelernt. Deswegen ist das eine Geschichte, die, von der ich dachte, die hat mit mir persönlich nichts zu tun. Und dann kommt ein regennasser Tag im Oktober und ich renne diesen Flur herunter, das ist ein Redaktionsflur im Deutschlandfunk in Köln. Ich mache das mal ein bisschen schöner, so jetzt passt es auch in die Geschichte. Ich bin wie immer ein bisschen zu spät, ich bin gerne ein bisschen zu spät, ich habe sehr viel zu tun, ich fahre mit dem Fahrrad, das schafft man alles nicht pünktlich und von hinten, von diesem kleinen hellen Punkt komme ich also diesen Flur runtergestürmt, um wirklich pünktlich
einigermaßen pünktlich, noch an meinem Arbeitsplatz zu erscheinen. Und dann geht eine dieser Türen auf. Daraus tritt ein Kollege von mir, Matthias von Hellfeld. Vielleicht hören einige den Podcast Eine Stunde History. Das ist der Mann, der fast das Bernsteinzimmer entdeckt hätte. Der tritt aus dieser Tür aus und ist wirklich deutlich älter als ich, sieht mich und sagt freudig erregt, Nora, wir haben da was gemeinsam. Und ich bleibe stehen und werfe ihm ungefähr diesen Blick zu. So wie wenn man in der Kneipe angesprochen wird von dem Typen, der am besoffensten ist und man so denkt, so bitte, willst du von mir? Und er sagt diesen Satz und sagt, Nora, wir haben da was gemeinsam. Ich habe über deinen Großvater promoviert. Ich so, bitte? Ja, ich habe über deinen Großvater promoviert. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt haben wir schon 3 Jahre lang in einer Redaktion gesessen und er hat mir das nie gesagt. Einfach, weil er dachte, ich bin viel zu jung, um eine direkte Nachfahrin zu sein und mit diesem Mann irgendwie näher verwandt zu sein, also mit Theodor Hespers. Und das ist ja auch logisch, ne, wenn man diese Verhältnisse nochmal anguckt. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Der sagte nämlich noch weiter, und ich habe heute Abend eine Sendung geplant, Erinnerung als Erbe, und da wollte ich über deinen Großvater sprechen. Möchtest du nicht mitmachen? ja, kann ich gerne tun. Gleichzeitig dachte ich so, boah, ey, was hast du eigentlich von dem behalten, was dein Vater dir so erzählt hat? Sehr unangenehm. Und wir standen dann noch so ein bisschen, haben uns unterhalten. Ich kam im Endeffekt 30 Minuten zu spät an meinem Arbeitsplatz an, habe mich dann da hingesetzt, habe versucht, erstmal meinen ganzen Kram abzuarbeiten. Und zwischendurch kam dann Matthias immer und sagte so, ich wollte nur sagen, ne, nur damit du ganz sicher bist und so, wenn das zu persönlich wird, wenn dir das zu privat wird, ja, dann können wir das an jeder Stelle abbrechen. Also du musst nicht alles erzählen und so. Und ich saß da und dachte so, ja, meine Güte, mein Vater hat schon sehr viel von dieser Geschichte aufgeschrieben. Wie privat kann das werden? Ja? Und dann muss man auch sagen, gut, jetzt war mein Großvater Widerstandskämpfer. Es gab jetzt nicht allzu viele davon, aber es sind natürlich sehr viele Menschen verfolgt worden und so. Und das weiß man, hat man in der Schule gelernt, wie besonders kann sowas sein. Wenn der ein großer Typ gewesen wäre, dann müsste man den ja kennen. Die Weiße Rose kennt man ja auch. Ja? So, also da müsste ja irgendwer was über den gemacht haben, hat aber niemand. Deswegen habe ich dem nicht so ultra viel Bedeutung beigemessen. Ich habe dann aber doch ein bisschen recherchiert, weil ich dachte so, boah, wenn er jetzt wirklich konkrete Fragen stellt, dann wird's vielleicht, fängst du an zu schwimmen, das ist nicht so cool. Also habe ich einen Wikipedia-Artikel aufgerufen, den gibt es nämlich über meinen Großvater, und habe nochmal kurz so die Daten und Rahmenbedingungen abgecheckt. Und ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, das habe ich schon mal gemacht. Ich habe diesen Wikipedia-Artikel schon mal gelesen, viele, viele Jahre davor, nämlich als ich ein Diplomarbeitsthema gesucht habe. Und dann landet man irgendwie auf komischen Seiten und ich landete eben auf diesem Wikipedia-Artikel von meinem Großvater und habe dann ein Referat gefunden und in dem Referat waren Briefe von meinem Großvater abgedruckt aus der Haft hier in Berlin. Und diese Briefe haben mich so schockiert und traumatisiert durch den Inhalt, der da drin stand, dass ich doch lieber Diplomarbeit geschrieben habe. Das heißt, es ist wirklich harter Stoff gewesen. Ich habe dann Abstand davon genommen. So. Es ist also Abend und Matthias kommt wieder und sagt, ne, also denk dran, wenn das zu persönlich und privat wird, dann können wir das abbrechen und so. Und ich denke mir die ganze Zeit, naja, was macht er da für einen Aufstand drum? So schlimm wird es schon nicht werden, was kann da passieren? Wir sind keine 2 Minuten in der Sendung. Matthias von Hellfeld stellt meinen Großvater vor und sagt, Theodor Hespers, ich habe über die Jugendbewegung in Deutschland promoviert und bin dabei auf einen Autor gestoßen. Theodor Hespers hieß der. Und das, was er geschrieben hat und was er nach Deutschland gebracht hat, wurde in der Jugendbewegung von den Jugendlichen in Deutschland stark rezipiert und die Zeitschrift war verboten. Und wer damit erwischt worden ist, konnte dafür bestraft werden, wurde auch deswegen verhaftet. Also die durfte man nicht mal bei sich führen. Ja, selbst wer die bei sich hatte, hat sich in Gefahr begeben. Das heißt, das war wirklich harter Stoff, den er damit hatte. Und ich sitze da und gucke so in die Runde. Und in dem Moment, als er mir das sagt und ich in diese Runde gucke, aus lauter Journalisten, fällt mir auf, wir können da sitzen und frei sprechen, auch über so ein Thema frei sprechen, weil es Menschen gab wie mein Großvater, die daran geglaubt haben, dass es Freiheit und Frieden geben kann und die dafür gekämpft haben und die dafür publiziert haben und die für dieses Engagement sozusagen hingerichtet worden sind, die in einer Zeit gelebt haben, in der das nicht möglich war.
Und weil mir das da bewusst geworden ist, bricht mir, und das kann man hören in der Sendung noch, bricht mir an der Stelle die Stimme. Weil das das erste Mal ist, dass ich feststelle, diese Geschichte hat weit mehr mit dir zu tun, als du dachtest. Plus, das ist viel mehr als eine Familiengeschichte. Das ist eine ziemlich große Geschichte sogar. Und was daran Realsatire ist oder tatsächlich mittlerweile auch ein bisschen pervers ist, wir profitieren davon heute. Ja? Wir haben die Freiheit, wenn ich hier rausgehe und ich erzähle so eine Geschichte, werde ich draußen nicht verhaftet. Ja, das war für meinen Großvater eine ganz andere Nummer. Diese Meinungsfreiheit, die mein Großvater erstritten hat mit vielen anderen Leuten, wird heute von Rechtspopulisten genutzt, um auch ihre Meinung zu sagen, in Talkshows, ja? Um Symbole des Widerstands zu verkehren, zu missbrauchen. Ja? Wenn man das sieht mit der weißen Rose, das ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt, das ist nicht strafbar. Das ist unanständig, das ist moralisch verwerflich, aber strafbar ist das nicht. Und mir hat das einfach nur gesagt, wir müssen wirklich aufpassen, wir müssen richtig viel tun, um diese Freiheit, dieses hohe Gut an Freiheit, was wir haben, zu erhalten, damit es nicht wieder dazu kommt, dass wir eben nicht frei denken und sprechen dürfen. Und ehrlich gesagt, wollte ich auch noch sagen, dass es mir die Welt bedeutet, das hier in Berlin erzählen zu können. An dem Ort, an dem mein Großvater... vor etwas mehr als 75 Jahren von den Nazis ermordet worden ist. Dankeschön. Nora Hespers. Wir kommen zur nächsten Slammerin und sie hat mit Nora Hespers mindestens zwei Dinge gemeinsam. Auch ihr Thema ist auf den ersten Blick nicht wirklich spaßig und auch ihr Vortrag bekam in diesem Jahr eine traurige Aktualität. Sie trat nämlich beim Reporter Slam Ende September auf, hier im Heimathafen. Und der Auftritt war schon lange geplant. Es sollte um eine Recherche gehen, die sie schon Monate vorher gemacht hatte, nämlich im Hambacher Forst. Und plötzlich redete genau in der Woche das ganze Land über den Hambi. Der berühmteste Wald Deutschlands sollte nämlich geräumt werden. Dann stürzte ein junger Journalist durch eine eingebrochene Hängebrücke und verstarb. Und beinahe hätte sie daraufhin ihren Slam abgesagt. Zum Glück hat sie das doch nicht getan, denn zum einen hat sie ja dann auch gewonnen. Und zum anderen wurde sie zur ersten und bis heute einzigen Slammerin, die ihren Vortrag komplett mit eigenen Illustrationen gestaltet. Freuen Sie sich jetzt auf Jana Kreisel. Das ist jetzt nicht das erste Bild, aber dann muss ich jetzt improvisieren. Hallo. Ist kalt draußen heute, ne? Ziemlich genau. Heute vor einem Jahr war ich nämlich im Hambacher Forst und da musste ich mir einige Fragen stellen. Unter anderem die Frage, ob ich zu spießig für Krätze bin. Angefangen hat es damit, dass ich mir letztes Jahr gedacht habe, ich will irgendwie ein bisschen mehr machen als nur hübsche Bildchen zeichnen. Ich will die Welt vor dem Klimakollaps retten. Mit Comics. Was ist schlecht fürs Klima? Braunkohle, wo wird die abgebaut? Im Hambacher Forst, das wissen wir jetzt eben auch langsam alle. Und dann rufe ich meinen Kumpel an und sage so, ja, ich würde gerne einen Hambi fahren. Und er sagt sofort, ja, meine Eltern, die wohnen direkt in der Nähe von der Grube, da kannst du bestimmt eine Nacht unterkommen. Und jetzt steigt die Präsentation ein. Ich packe also sofort meine Sachen, steige in den Zug Richtung Köln. Und ich bin jetzt irgendwo zwischen Köln und Aachen. Endstation Buir. Öffis ist nicht, die Mutti meines Kumpels holt mich freundlicherweise vom Bahnhof ab. Kaum sitzen wir im Auto, fängt sie auch schon an. Ja, so mein Mann, der ist ja bei der Polizei und der hat die Räumungen geleitet und der hält von der ganzen Sache ja gar nichts. Und ich dachte, scheiße, das kann ja heiter werden. Wurde es dann auch. Wir sitzen also am Abendbrottisch. Fati, Mutti, der kleine Dackel und ich.
Und noch bevor ich meinen ersten Bissen Käsebrot runterschlucken konnte, fängt Hans-Peter auch schon an, kräftig mit Klischees um sich zu schlagen. So wie man sich so einen konservativen Polizisten vorstellt. Ich zitiere, jetzt muss ich das hier mal so, Moment. Das sind ja alles nur Sozialschmarotzer. Und die stinken. Denen geht's gar nicht um den Wald. Das sind bloß Krawalltouristen. Die klauen Autobatterien. Ungefähr so. Und da bin ich ja halt doch ganz klarer Kapitalist. Nur wer viel arbeitet, der kriegt auch viel. Und nur so sind wir in Deutschland da gelandet, wo wir jetzt sind. Und da dachte ich, Alter, du Vollidiot. Ich knall mein Käsebrot auf den Tisch und sag, aber unser Reichtum basiert darauf, dass wir Menschen und die Natur ausbeuten und so den Lebensraum für zukünftige Generationen zerstören. Genauso perfekt ausformuliert natürlich. Oder so ähnlich. Und genau im Eifer des Gefechtes habe ich dann vielleicht noch sowas gesagt wie, und ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn die eine oder andere Autobatterie klauen. Das fand der Polizist nicht so lustig. Das Gespräch war dann erstmal so beendet. Ich muss ihm aber zugutehalten, dem guten Hans-Peter, dass er mich am nächsten Tag anstandslos zum Hambacher Forst gefahren hat, zu den Sozialschmarotzern. Hier stehe ich also an der Wiese vor dem Hambi. Für alle, die das nicht wissen, die Wiese vor dem Hambacher Forst gehört dem Unterstützer, deswegen ist das Camp dort legal. Und ich bin im Küchenzelt verabredet und dann stapfe ich da so hin und da wartet dann schon auch Josh auf mich. Der wird mich den Tag durch den Wald begleiten. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name, da die Besetzung illegal jetzt ja noch ist. Genau, trägt da keiner seinen richtigen Namen. So, wir stapfen also los in den Wald. Und ich fange an, meine Fragen zu stellen. Ich wusste damals ja noch nicht so richtig viel über den Protest, deswegen, warum lebt ihr überhaupt in Baumhäusern? Und Josh ist ganz klar, weil ein Baum, auf dem jemand sitzt, da kann nicht gefällt werden. Und das ist schließlich unser Ziel. Die Baumhäuser sind außerdem ausgestattet mit Konserven für mehrere Tage und Wasser und einem Betonklotz, damit man sich festketten kann, wenn es zu einer Räumung kommt. Diese Betonklötze sind dann auch ganz gern mit Batterien gespickt, sodass man die auch nicht irgendwie so aufhacken kann. Dann sind die Baumhäuser in den Dörfern teilweise mit Traversen verbunden. Auch wenn da die Polizisten unten rumturnen, dann können die Besetzer oben eben trotzdem untereinander noch Kontakt haben und sind nicht abgeschottet. Als ich die Recherche gemacht habe, also vor der Räumung, gab es so ungefähr um die 60 Baumhäuser. So genau weiß es aber keiner, weil das ist ja so eine Gemeinschaft ohne Chef. Das heißt, es gibt keine Hierarchien. Und ich dachte dann so, und Sicherheitsbestimmungen oder sowas, guckt da jemand irgendwie? Und aber das machen die alles selber. Ich stehe also hier vor Tower, das ist in Gallien, das sind die Dörfer, die es im Hambacher Forst gab. Die werden jetzt wahrscheinlich anders heißen. Und Tower ist das größte Baumhaus in Gallien, da befinden wir uns die meiste Zeit. Das ist das Wohnzimmer von Tower, da wird zusammen gekocht, da ist ein kleiner Ofen hier. Da spielt jemand Gitarre, da wird Gemüse geschnibbelt und Josh stellt mich dann seinen Mitstreitern vor. Und was sind das eigentlich für Leute, die da im Hambacher Forst leben? Und als ich da war, waren es, würde ich sagen, hauptsächlich so Leute um die Anfang 20 aus gutbürgerlichen Familien. Und es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum die Menschen da sind. Aber was ich so am meisten gehört habe, war ja dann doch, dass es darum geht, dass die Leute, wenn sie da sind, sagen können, ich habe dieses Stück Wald gerettet, ich habe diesen Baum gerettet, genau das habe ich gemacht. Und dann gibt es aber auch Leute, die unsere Leistungsgesellschaft nicht so klarkommen und im Hambacher Forst eine Gemeinschaft gefunden haben, in der sie angenommen werden, wie sie sind. Im Hambacher Forst muss nämlich keiner arbeiten und kriegt immer ein Dach über dem Kopf. Die Materialien sind alle gespendet und das Essen wird containert. Und dass eben niemandem was, es gehört auch niemandem was, das heißt auch, dass die Schlafplätze jeden Morgen neu verteilt werden, hier im Tower. Und in dem Moment stupst Josh mich so an und sagt, ja, letztes Jahr bei der Räumung, das war ja so lustig, da haben die Polizisten alle Handschuhe angezogen, dabei wussten die noch gar nicht, dass wir alle Krätze haben. Und ich so, Krätze, gibt es das überhaupt noch? Und dann ist es aber auch schon Zeit, dass ich mich zu meinem Schlafdomizil begebe. Es ist mittlerweile richtig dunkel geworden und wir stehen jetzt hier vor Orca. Und da ist dieses eine Seil. Und an diesem einen Seil muss ich nach oben klettern. 20 Meter. Ich erkläre mal kurz, wie das funktioniert. Also man hat so einen Klettergurt an. Und dann gibt es zwei Schlaufen. Die eine Schlaufe wickelt man viermal um das Seil und die andere Schlaufe dreimal.
Und dieses, das heißt Pruseknoten, und wenn man den nach oben schiebt, dann ist er locker, und wenn man ihn nach unten zieht, dann ist er fest. So, ich versuche es immer mit dem Mikro zu erklären. Also man steigt mit dem unteren Fuß in die untere Schlaufe, der untere Knoten ist fest, mit dem anderen Fuß geht man oben drauf, dann schiebt man sich so nach oben, dann holt man die untere Schlaufe, dann steigt man wieder rein und so schiebt man sich dann nach oben. Und also es ist Nacht und ich hänge da in diesem Seil in 10 Metern und ich habe leider ein bisschen Höhenangst. Und dann ist mir in dem Moment fast die Kopflampe runtergefallen. Und ich schaue nach unten und es ist schwarz. Und ich schaue nach oben und es ist schwarz. Und ich denke, scheiße. Wenn ich jetzt eine Panikattacke kriege, das wäre richtig, richtig blöd. Und dann fange ich an zu singen. Ich bin also in meinem Kletterseil. La la la, du 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 du, du du du, la la la. Ungefähr so, ganz laut im Wald, das war mir dann auch egal. Und als ich dann endlich oben ankam, war mir klar, aufs Klo gehen ist heute Nacht nicht. Und ich stehe also dann in dem Eingang meiner kleinen Hütte. Das sieht eigentlich ganz gemütlich aus, so eine Holzhütte. Das ist so mit so einem kleinen Regal. Und ich schaue so nach rechts, ich schaue so nach links. Und da ist so ein kleines Regal und da ist so eine kleine, ganz kleine unschuldige Packung liegt da drauf. Und ich gucke so, steht da, Lami was? Lamisil? Fragen wir mal Dr. Google, Lamisil. Ah, ein Kretzemittel. Cool. Tschüss Komfortzone. Ich lege mich also in voller Montur in meinen Schlafsack rein, versuche wenigstmöglich zu berühren und dann liegt da diese Decke neben mir und es ist Januar, es ist sehr kalt, ich bin da in 20 Metern und ich denke dann so, erfrieren oder krätze. Ups. Ja, wie zu erwarten, wackelt und knarzt das die ganze Nacht und ich hatte wirklich da oben genau 2 Gedanken und die in Dauerschleife. Der erste war, liebes Finanzamt, wenn ich hier irgendwie, wenn das vorbei ist, ich schwöre, ich mache wirklich sofort meine Steuer und ich rufe jeden Mittwoch meinen Papa an. Die Nacht da oben war für mich echt der Horror, das hat mir dicke gereicht. Aber sie hat mich auch echt zum Nachdenken gebracht, weil da sind diese gut ausgebildeten und jungen Leute in so einem Waldstück am Arsch der Heide und kämpfen unter härtesten Bedingungen und mit vollem körperlichen Einsatz für eine Sache, die uns alle angeht. Und ich bin vielleicht zu spießig für Krätze, aber meine Waffe ist der Stift und ich versuche mit Comics die Welt zu retten. Danke. Werner Kreisel. So, liebe Jury hier im Saal, wir kommen jetzt zum letzten Slammer im Wettbewerb. Er ist ein Mann mit offenbar genialem Timing. Im November verkündete er seinen Weggang beim Spiegel. Am 19. Dezember machte der Spiegel den Fall Relotius öffentlich. Und Ende Dezember hatte unser Slammer seinen letzten Arbeitstag dort und ist nun offiziell Freiberufler. Nach außen kann er also nun immer behaupten, er habe den Spiegel aus ethischen Gründen sofort nach dem Fall Relotius verlassen. Ob es wirklich so war, ist eine andere Frage. Aber auch bei seinem heutigen Slam schwingt die Frage mit, was wirklich real ist und was Satire. Er hat im November in Hamburg damit unsere goldene Fischtrophäe gewonnen. Und ich finde, sein Thema ist ein gelungener Abschluss unseres Jahresfinales, weil wir damit auch noch das offizielle Wort des Jahres thematisieren, nämlich Heißzeit. Einige werden es mitbekommen haben, ein Wort, das wir nie verwenden, aber was zum Wort des Jahres gewählt wurde. Wir erinnern uns aber alle an diesen Jahrhundertsommer und unser Slammer hat während der Dürre ein ungewöhnliches Interview geführt, von dem ich nicht weiß, was die Spiegel-Dokumentation dazu gesagt hat. Vielleicht verrät er es uns jetzt. Bühne frei für Christian Helms.
Ja, hallo. Jochen hat es angedeutet. Ich habe vor 7,5 Wochen in Hamburg auf der Bühne gestanden und als Spiegelredakteur 10 Minuten über eine Geschichte geredet, die ich mir komplett Wort für Wort ausgedacht habe. Und danach gab es eine Menge Applaus und ich habe einen Preis gewonnen und an dem Abend kam das allen total normal vor. Es ist schon lustig, wie die Realität manchmal an einem vorbeizieht. Ich habe sogar überlegt, kann ich diesen Vortrag hier nochmal halten, 24 Tage nach diesem Relotius-Schock? Und die Antwort ist, ja, selbstverständlich kann ich das nicht. Ich werde nachher auch versuchen zu begründen, warum ich das meine. Wer bin ich? Was mache ich? Mein Name ist Christian Helms. Ich habe bis zum Jahreswechsel bei Spiegel Online im Sportressort gearbeitet. Und wir hatten 2018 grundsätzlich ja drei große Ereignisse im Sport. Wir hatten die Olympischen Winterspiele, wir hatten die Fußball-WM und wir hatten, was war das dritte? Ach ja, dieser Tag, als Mesut Özil das Internet vollgeschrieben hat. Das hat uns nochmal 2 Monate ungefähr beschäftigt. Ich möchte aber über einen Text reden, der überhaupt nichts mit Sport zu tun hat. Am 2. August 2018 erschien dieses Interview bei Spiegel Online. Ein Anruf bei der deutschen Kartoffel muss wieder mehr Stärke zeigen. Ein Gespräch mit einer besorgten Kulturpflanze von Christian Helmsen. Ja, und aus publizistischer Perspektive kann man sich natürlich fragen, was zur Knolle ist da schiefgelaufen, dass eine so seriöse Seite wie Spiegel Online so etwas bringt. An der Stelle haben in Hamburg mehr Leute gelacht übrigens. Ich möchte heute die Geschichte hinter der Kartoffelgeschichte erzählen. Hashtag Potato Leaks. Hat sich ganz knapp durchgesetzt gegen Dirty Harvest. Wie konnte es dazu kommen? Wie die meisten Geschichten, die richtig gut sind, fing auch diese Geschichte in der Kaffeeküche an. Die Kollegin X, ich habe allen Beteiligten versprochen, sie zu anonymisieren, aber damit es ein bisschen anschaulicher und präsenter und lebensnäher wird, nennen wir sie einfach mal Eva aus dem Social Media Team. Die kam auf mich zu und sagte, sie sei essen gewesen mit Kollegen Y, den wir einfach mal Florian aus der Wirtschaft nennen wollen. Und ihnen sei aufgefallen, dass es ja aktuell 2 Kartoffeldiskussionen gibt, die sich so ein bisschen parallel nebeneinander entwickeln. Das eine war, Jochen hat es angedeutet, der Rekordsommer, die große Dürre, es waren Horrormeldungen, die Kartoffelernte wird ganz, ganz gering ausfallen, die Pommes könnten teurer werden. Und die andere Geschichte, die nebenher lief, die hat sich nicht Julian Reichelt im November ausgedacht, es war diese Geschichte, dass weiße, junge, deutsche Knaben auf Schulhöfen als Kartoffel beschimpft werden. Und dann gucke ich Eva an und frage, ja, okay. Dann sagt sie, ja, wir hatten überlegt, es wäre ja ganz schick, diese beiden Debattenstränge zusammenzubringen. Vielleicht so ein fiktives Interview mit einer Kartoffel und vielleicht könntest du das für uns machen. Ja, okay, Eva. Das heißt, ihr sucht jemanden, der erstens kaputt und verzweifelt genug ist, euch das zusammenzuschreiben. Und der zweitens selbstverliebt genug ist, am Ende seinen Namen drüber zu setzen. Ich habe natürlich ganz professionell gesagt, ah, ich weiß nicht, ich guck mal. Aber am Abend saß ich dann zu Hause vor einem leeren Word-Dokument und was macht man? Ja, man schreibt erstmal sämtliche Phrasen und Redewendungen auf, die einem zum Thema Kartoffeln einfallen. Dann schreibt man noch seine liebsten Kartoffelgerichte dazu, assoziiert wild und wie von Zauberhand steht dann da 90 Minuten und 2 Gläser Cabernet Sauvignon später ein komplettes Interview. Ich war dann auch ein bisschen entsetzt, wie verbittert und wie wütend diese Kartoffel rüberkam. Und mir ist auch so, als hätte sie in der 5. Antwort einen kompletten Tweet von Beatrix von Storch zitiert. Aber hey, so ist es dann eben. Ich habe das an Eva zurückgeschickt. Die war ganz begeistert und sagte, sie habe das an einen Kollegen weitergeleitet, der eben auch noch deutlich dichter an der Chefredaktion sitzt. An der Stelle muss man immer sagen, da habe ich überlegt, wer ist gerade Chefredakteur? Ist er das auch morgen noch?
Das geht bei uns ja immer recht schnell, so also ein bisschen politisch muss man da schon denken. Aber dann kam von dem kurz vor Mitternacht eine Mail zurück. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Und da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, es könnte sein, dass morgen ein Interview mit einer Kartoffel auf Spiegel Online erscheint. Später wird es vielleicht heißen, an jenem Abend kamen sich Glanz und Elend im Leben des Christian Helms noch einmal ganz nah. Der nächste Tag. In der Redaktion kam Florian ganz aufgeregt auf mich zu und sagte, ich glaube, wir brauchen noch so ein Intro, wir brauchen so einen Anlauftext, sonst verstehen die Leute nicht, warum wir ein Interview mit einer Kartoffel geführt haben. Okay, klar, wenn du das Intro schreibst, dann wird wahrscheinlich allen sofort klar, warum wir das gemacht haben. Nur zu, mach. Ich habe mich dann einem anderen Klassiker gewidmet bei Interviews, nämlich dem Personenkasten. Was schreibt man da rein? Anbaufläche ist gut. Und was sich so die Stimmung in der Redaktion breit machte, dass heute so ein Tag ist, an dem alles geht, darf man dann auch mal Dinge nehmen, die eigentlich auf dem Index stehen, nämlich den Flächenvergleich mit dem Saarland. Wir wissen alle, der Leser versteht Flächen nur, wenn man sie als Vielfaches von Fußballfeldern oder dem Saarland ausdrückt. Darüber könnte ich 500.000 Bibeln schreiben. Einmal von hier bis zum Mond und zurück. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Fotostrecke. Auch ein Klassiker bei Interviews. Ja, die Klicks nehmen wir mit, wenn die Leute eh drin sind, dann machen wir eine Fotostrecke. Ja, und dann hatte ich den Auftrag, ich gehe zum Bildredakteur. Das war in dem Fall ein Mann, den ich Maxim nennen möchte. Ja, und dann sagte ich, Maxim, wir machen heute ein Interview mit einer Kartoffel und wir wollen noch Bilder dazu haben. Ja, was wir halt immer machen, so ein paar aktuelle Bilder vielleicht, Karriere-Highlights und ja, so wichtige Wegbegleiter, halt so einen bunten Mix. Und das ist dann so einer dieser Momente, wo man ganz kurz mal an der gesamten Branche zweifeln darf, denn Maxim sagte nicht etwa, Christian, lass mich in Ruhe, ich muss arbeiten, sondern er sagte einfach nur, okay, schicke ich dir. Und das hat er dann gemacht. Ein von der Dürre gezeichnetes Kartoffelfeld in Nordrhein-Westfalen. Aktuelle Bilder. Hessens damaliger Ministerpräsident Roland Koch kocht Salzkartoffeln im hessischen Kelkheim. Karriere-Highlights. Dann auch noch ein Gute-Laune-Bild. Ganz im Ernst, Maxim, große, große Klasse. Was Politisches. Wichtige Wegbegleiter. Ja, und ganz am Ende dann noch, ich würde sagen, Karriere-Highlights. Was Frittiertes. An der Stelle mal der Profi-Tipp. Bitte klicken Sie sich immer durch alle Fotostrecken, die Sie finden, komplett bis zum Ende durch. Und das sage ich nicht nur, weil wir davon leben, also ein bisschen auch, ja klar. Aber häufig ist es so, dass ein Redakteur lange an einem Text gesessen hat. Und danach muss er noch eine Fotostrecke mit mehr oder weniger sinnvollen Bildunterschriften versehen. Und das geht bis zum 8., 9., 10. Bild meistens gut. Aber dann irgendwann ist er leer und dann schreibt er Unsinn darunter. Diese Fotostrecke, die so erschienen ist, endet. Mit dem wunderbaren Einschub, Pommes, schön salzige Pommes. Kommen wir noch schnell zu den Reaktionen. Die schönste war, am nächsten Tag erschien beim Branchendienst Media dieser Text. Wenn Redaktionen zu warm wird, Spiegel Online interviewt Kartoffel, Bild bringt Aufmacher über explodierten Eisbecher. Und ich weiß, es ist jetzt total verlockend, beim Eisbecher zu bleiben gedanklich, aber folgen Sie mir nochmal bei der Kartoffel. Salzige Pommes, hier, salzige Pommes. Die entscheidende Passage, das Interview strotzt vor Kuriositäten, passt so eher auf eine Satire-Seite, als ein journalistischer Beitrag im Wirtschaftsressort zu sein. Doch als Satire ist das Gespräch nicht gekennzeichnet. In anderen Worten, Media war sich nicht ganz sicher, ob ich wirklich mit einer Kartoffel gesprochen habe.
Und so lustig das bis hierhin klingen mag, ich glaube, an der Stelle muss man dann doch nochmal den Relotius-Schlenker machen und wieder ein bisschen ernst werden. Ich fürchte auch, wenn ich heute diese Geschichte beim Newsdesk von Spiegel Online abgeben würde, würden die sagen, gerade vielleicht nicht. Oder sie würden zumindest genau diese Forderung erfüllen und Satire drüber schreiben. Oder ein Disclaimer unten drunter, Kartoffeln können nicht sprechen, Anmerkung. Und ich glaube, dieser Reflex ist total nachvollziehbar. Aber er ist nicht nur schade, sondern er ist sogar grundfalsch. Denn letztlich muss bei diesem Text, einem Interview mit einer Kartoffel, niemand geschützt werden. Das ist nicht die Art von Text, nach der Juan Moreno loszieht und sagt, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann mit einem Bild von Christian Helms über die Äcker von Fergus Falls geht und kennen Sie diesen Mann? Wissen Sie, wer das ist? Nein, das passiert nicht. Insofern, wenn ein Leser den Hinweis Satire braucht, um zu verstehen, dass hier nicht ein Mensch mit einem Gemüse gesprochen hat, wovor sollen wir den schützen? Und ich glaube, es ist dann zielführender, in diesem komplett absurden Setup dem Leser so einen kurzen Moment der Irritation zuzumuten und ihm dann so nach und nach diese ekelhaften rassistischen Untertöne unterzuschieben. Nur so funktioniert dieser Text. Und das ist auch der Grund, weshalb es kein Satire-Text ist, sondern eher ein Meinungstext oder ein Haltungstext. Und wenn es das nicht wäre, dann würde es auch überhaupt nicht funktionieren. Funktionieren ist das Stichwort zum Schluss. Beim Leser ist es ein bisschen durchgefallen. Also es wurde nicht so richtig angeklickt. Mein Verdacht ist, dass Florians Intro-Text vielleicht auch nicht gut war. Wenn ich bedenke, was für einen kindischen Spaß wir an diesem Tag in der Redaktion hatten, war es das trotzdem wert. Das waren dann auch schon die Potato Leaks. Ich verspreche, wenn Sie gleich an der richtigen Stelle klatschen, dann komme ich nächstes Jahr wieder und plaudere aus, wer die Kolumne von Jakob Augstein wirklich geschrieben hat in den letzten Jahren. Sie werden total überrascht sein. Vielen Dank. Christian Helm. So. Bleibt direkt hier. Wir nähern uns dem großen Moment, nämlich der Entscheidung, wer wird Reporter-Slampion des Jahres. Ich bitte alle Slammer des heutigen Abends auf die Bühne, in der umgekehrten Reihenfolge bitte, wenn ihr euch so aufstellt, wie ihr umgekehrt aufgetreten seid. Genau, Jana, Nora, Cosi, Yasin, Anke, Sebastian. So, und es geht um diesen Pokal. Christoph Herms führt ihn gerade rein. Wir haben jedes Jahr, ja, angemessene Reaktion, vielen Dank. Das freut mich sehr, dass das mal gewürdigt wird, weil wir nämlich jedes Mal andere Pokale haben, aber beim Jahresfinale tatsächlich den größten. So, Reporter Slampion des Jahres 2018 steht da drauf und es wird entschieden über diese unbestechliche Dezibel-App und ich präsentiere die Slammer in umgekehrter Reihenfolge und nach jedem können Sie dann applaudieren. Und ich stelle nochmal klar, Bommi hat es vorhin schon korrekt korrigiert, es geht um den lautesten Applaus, nicht den längsten. Entschuldige mich nochmal, falls ich für Verwirrung gesorgt habe. Es geht darum, dass Sie möglichst laut Lärm machen und diese Dezibel-App geht bis 130 Dezibel. Also die dürfen wir jetzt nicht sprengen. Wenn das Handy explodiert, haben wir ein Problem. Dann bitte ich jemand, mir ein neues zu reichen. Okay, in umgekehrter Reihenfolge, wenn Sie sagen, ich will unbedingt wissen, wer die Kolumne von Jakob Augstein wirklich geschrieben hat und außerdem werde ich ab jetzt nur noch Kartoffeln essen und an diesen Auftritt denken, dann applaudieren Sie jetzt für Christian Helms.
Wenn Sie sagen, Hambi muss bleiben und überhaupt braucht der deutsche Journalismus viel mehr Illustratorinnen wie diese, dann applaudieren Sie jetzt für Jana Kreisel. Wenn Sie sagen, eigentlich bin ich ja nur zum Lachen hier hingekommen, aber am meisten bewegt hat mich diese Geschichte, das muss die Siegerin des heutigen Abends sein, dann applaudieren Sie jetzt für den Podcast und seine Entstehung von Nora Hespers. Wenn Sie sagen, in einem Land, wo No Problem gleich Big Problem ist, so eine Recherche hinzulegen, das muss belohnt werden mit einem großen goldenen Pokal, dann applaudieren Sie jetzt für Cosima Gehl. Wenn Sie sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal über den islamischen Staat und seine Rekrutierungsmethoden lachen würde, aber er hat es geschafft, dann applaudieren Sie jetzt für Yassin Mushabash. Wenn Sie sagen, wo in Berlin kann ich Wackeldackel kaufen? Ich kaufe 10 Stück und stelle sie mir auf meinen Schreibtisch und denke jeden Tag an diesen wunderbaren Vortrag. Dann applaudieren Sie jetzt für Anke Mürre. Und wenn Sie sagen, wer braucht das Schlagerfest der Volksmusik? Wer braucht Florian Silbereisen? Wenn es diesen Mann im deutschen Journalismus gibt, er muss gewinnen. Dann applaudieren Sie jetzt für Sebastian Quillmann. Es war knapp, es haben alle eine wunderbare Lautstärke bekommen. Das freut mich sehr, weil das ist sowieso das Wichtigste heute Abend. Aber es kann nur einen Sieger oder eine Siegerin geben, der oder die diesen Pokal mit nach Hause nimmt. Und ich finde, es passt eigentlich ganz gut, dass dieses Jahr nicht nur die Heißzeit das Wort des Jahres ist, sondern Christian Helms Reporter-Slampion des Jahres. Da ist die Kamera. Die Brille. Da ist noch hier eine Sonnenbrille. Er bekommt noch eine realsatire Sonnenbrille. Magst du die ersetzen? Ja. So, für die Fotos noch die realsatire Brille mit unserem Schnurrbart aus dem Logo. Das muss Andi auch noch mal einfangen. Und jetzt Bommi. Und jetzt bitte ich Bommi auch dazu und Brummi. Und dann bringt Christoph mir die Realsatire-Jutebeutel und einen Riesenapplaus für alle Akteure des heutigen Abends. Zum Schluss möchte ich noch ganz viel danken und vielleicht können Sie dabei einfach durchapplaudieren. Ich danke Andi Weiland für die Fotos, Christoph Herms, ich danke Flavia für all die Unterstützung, Inga Schlusemann und Svenja Dahm für die Grafiken. Ich danke Corinna an der Hupe, ich danke dem ganzen Team vom Heimathafen, es ist immer großartig hier zu sein. Ich danke der ganzen Crew und allen Zuschauern von Alex Berlin und noch ein Serviceblock. Der nächste Slam steigt am 7. März in Leipzig am Vorabend des Internationalen Frauentages dann nur mit Reporterinnen auf der Bühne. Nach Berlin kommen wir auch sehr bald wieder.
Folgen Sie einfach Realsatire bei Facebook, Twitter, Instagram oder realsatire.de, dann verpassen Sie 2019 keinen unserer Termine. Das war das Reporter Slam Jahresfinale. Sie waren ein wunderbares Publikum und wir wünschen Ihnen allen ein lustiges neues Jahr. Dankeschön. Alle mal einmal verbeugen, bitte. Jetzt Verbeugung. Danke.